Spiegelt eigentlich was? Ja, klar. Können wir. Was wollt ihr machen? Menschliche weibliche Anatomie demonstriert eine periodische hormonelle Abfolge, die in einem Labor wegsegeln. Ah, perfekt, ich bin muted. Sea of Thieves. Der sich in regulären Monaten noch nicht Fortnite. Das Fortnite danach manifestiert. Okay. Und spielt in der Runde Duo. Ja. Das Duo. Willst du später echt nicht mehr spielen? Ich muss gucken, wie es mir geht danach. Ein kleiner Late Night Swap mit den Jungs. Ja, ich finde, gestern hat es so Bock gemacht, das Spiel. Tools war richtig chillig, ne? Mhm. Mach dich auch. Das war richtig. Wir können heute Abend auch nochmal Move or Die spielen, war auch richtig geil gestern. Hab ich sehr enjoyed, Digga. Schön erstmal Licht ausmachen. Du Huren. Ich hoffe, du verreckst daran. Wir müssen erstmal ein perfektes Stück Brot in die Luft. Mann, ich will auch wieder gesundes Essen. Ich dachte, du sagst, du willst auch verrecken, indem du die Blutröhre rührst. Hugo, würdest du dich trauen, irgendwas einzuatmen? Ich hab Zimt neben mir. The only way. Okay, irgendwas, was nicht instant tödlich ist vielleicht, weißt du? Es wäre geiler, wenn es so länger... Bezeichnungen für die periodisch wiederkehrende Blutung aus der Gebärmutter einiger Tierarten und des Menschen mit Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut, die bei einer Dauer von durchschnittlich 4 bis... Das ist die schlimmste Zusammenfassung von Harry Potter, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Sorry. Bro, Voldemort war quasi der Hitler aus der Zaubererwelt. Ja, das ist ja das, was ich meinte, oder? Geht's deinem Ohr wieder gut? Meintest du letztens, es sei wieder taub? Ja, ich bin dann richtig tief reingegangen mit so einem Q-Tip. Und hat's irgendwie so gemacht und dann konnte ich wieder hören, Bro. Aber ich geh jetzt nochmal zum HNO. Wenn das Ei nicht neu befruchtet... Okay, wenn das... Oh mein Gott. Wenn das Ei nicht erneut befruchtet wird und trotzdem... Wenn das Ei nicht erneuert wird und trotzdem befruchtet wird... Gut. Hoch. Die menschliche weibliche Anatomie demonstriert eine periodische hormonelle Abfolge, die in einem elaborierten zyklischen Vorgang resultiert, der sich im regulären monatlichen Menstruationszyklen manifestiert. Alles klar, danke. Du kannst auch einfach Harry Potter in Sonntag und Sonntag vielen Sekunden gucken. Ja, also wär, das könntest du auch. Oh, das hat gerade nicht mit gelingt, da meinte ich gerade, das will ich nicht gucken. Ja, aber für das die ist halt eine halbe Jahr. Ich lade euch ein, Männer. Seid ihr schon online? Ich glaube, unser guter Freund muss sehr viel updaten. Wie viel? Wahrscheinlich. Bin ich der gute Freund? Nee, Sascha kommt gleich noch. Aber. Aber du auch, du musst auch updaten. Aber du musst auch updaten, oder? 25%. Musst du noch oder hast du schon? Gemein. Hab ich. Ja, easy. Oh, die Server sind bald offline, ne? Hier, ich seh's gerade. Ja, Bruder, Donnerstag, Junge, wir haben Mittwoch. Ja, aber vielleicht sollten wir jetzt schon vielleicht Fortnite. Wir haben Mittwoch. Digga, Stegi, du willst Fortnite spielen, kann das sein? Ich bin voll Fortnite-süchtig, aber ich habe auch hier Bock drauf. Und Move or Die-süchtig. Ja, Mann. Geht's pissen, tschüss. Oh, wie sauer, ich geh jetzt pissen. Okay, Digga, sorry. Digga, seit wann ist der, geht der jetzt ins Training? Ist der, also der ist noch nie trainieren gegangen ins Gym. Ja, Wetten, der hat so eine Wette gestern gemacht mit Chat und jetzt geht er nie wieder. Ja, eben, er ist jetzt einmal gegangen, jetzt denkt er, okay, jetzt kann ich immer sagen, ich geh Gym. Ey, Stegi, weißt du mal, wo die Lara wohnt? Also, in welcher Stadt? Ah, okay. Warum die Frage? Weil ich, weil wir haben über Podcast gelabert, ob wir sie mal einladen. Und ich hatte so ein Bild gesehen, dass sie in Berlin war. Ich glaube, das ist hier angepinnt, ist links oben oder so. Und, Und da stand so Berlin City Girl oder so. Und dann dachte ich, dass sie in Berlin wohnt. Und dann dachte ich so, Bro, woher wusste ich das nicht? Okay, check. Aber vielleicht bald ja Köln. Oh Mann, ey. Ich hoffe für sie nicht, no joke. Aber wo ich sagen muss, in letzter Zeit finde ich Köln. Also, ja, oder du halt München, ne? Die in einem Hochkomplex. Nein. Ich bin am Ende plus minus null, what the fuck. Monatlichen Menstruationsphänomenen ihren Höhepunkt. Also, München ist mir zu teuer. Ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit bin ich ein bisschen positiver auf München, auf Köln zu sprechen. Ich find's hier weil echt. Weil du auch aus Kanada gekommen bist. Weißt ja, du, weil Vancouver aussieht wie so Hurensohn einfach. Ey, wir könnten dich mal so nach Frankfurt schicken und so, dann kommst du immer zurück und irgendwann liebst du es hier. Kevin!
Digga, was ist, Bruder? Du hörst dich an wie SpongeBob in der Folge, wo der so keine Luft mehr bekommt in dieser Sandy-Kuppel. Was geht da? Was willst du, Digga? Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Ja, so ein akkurater Vergleich, das ist so krass gerade gewesen. Was ist los, Bruder? Was hast du zu sagen? Entscheidet über mein Leben, okay? Bro, what the fuck? Okay, darf ich auch mitmachen? Darf ich mitmachen? Nein. Warum? Was soll ich entscheiden? Madeira oder Köln? Naja, das eine ist ja Business und das andere sind halt Homies. Du musst dich halt, du musst halt wissen, ist dir Business und Money wichtiger? Dann Madeira. Sind die Homies? Also, das klingt jetzt dumm, aber so, ne, du wirst ja trotzdem uns alle sehen, aber so. Keine Ahnung, ich check auch, warum man dann nach Madeira geht, you know? Aber du darfst auch nicht vergessen, dein größter Homie ist halt Simon Unge, ne? Also. Also, no joke. Du lachst, ich aber glaube. Dir würde es actually gut tun, wenn du unter Leute kommen würdest, ab und zu. Aber das kannst du rein theoretisch auf Madeira auch machen. Das kannst du, wenn du mit Toni und so, da sind ja auch immer viele Leute, you know? Aber in Köln geht's halt noch besser. Auf der anderen Seite, Bro, ich sag dir ehrlich, ich wohne in Köln, ich geh nie raus. Ja, eben. Ihr macht ja gar nichts alle, oder? Ja, genau. Boah, ja, geht, aber wenig. Wollen wir, oder wir würfeln einfach. Es wäre auch, ich finde, es wäre geil, ja, von zu sagen. Ich würde kurz zu werfen einfach. Nee, aber einfach komplett alle Städte in Deutschland. Vielleicht ist es ja auch sowas wie Nürnberg am Ende, oder ich auch cool ist finden. So, mach einfach weder noch Cottbus. Und zieh einfach so, ja, zieh so nach Lübbenau einfach. So in mach, trau so dich Brandenburg, mal was. 10.000 Mann-Dorf einfach. So chillo, mal was Neues. Trau dich mal was. Mach mal YouTuber-Haus in Cottbus auf genau. Oder so. Ja. Kommt ihr mit? Nö. Nee, auf keinen Fall, du Loser. Digga, spinnst du? What the fuck? Hä? Bist du dumm? Ich will aber sehen, wie du das halt machst, weißt du? Das wäre halt Content. Nee, Bro, es ist eine schwierige Entscheidung, finde ich, weil... Du sagst Bescheid, wenn dein Game geupdatet ist? Ja. Steh, ich nehme auch schon mal alle Invite an. Es ist eine schwierige Entscheidung, weil, ich finde, das eine ist so... Also, guck mal. Auf Madeira, so, du, ne, warum du da hinziehst, ist halt auch, weil es halt weniger Steuern gibt, right? Ist nicht der Main Grund vielleicht, aber... Nein, die Insel ist schön. Ja, die Insel ist schön. Wenn du die Streams und kein Geld verdienst, ist eher alles scheißegal, ne? Ja, aber dann habe ich wenigstens ein bisschen Geld. Checkst du, in Deutschland habe ich ja nichts dann. Ja, aber das Geld, was du jetzt eh noch bekommst, musst du eh noch versteuern. Ja, also, egal, also guck mal, das Ding ist halt, wenn du halt auf Madeira bist, dann zahlst du weniger Steuern, hast halt das gute Wetter und so, und du wirst halt dann mehr Geld saven können für Zukunft, was cool ist und was dir weiterhelfen wird. Wenn du nach Köln kommst, wirst du tendenziell mehr mit Leuten was machen, was dir mental weiterhilft und was dir gut tut. Vielleicht aber auch nicht, Bro. Hier sind wilde Leute in Köln, wer weiß. Ja, also wirklich. Du bist auf der Straße abgezogen, Leute haben Springermesser dabei, so, ja, darfst du nicht vergessen. Ja, okay, übertreib, Bruder. Wie viel stellst du Köln als so Ghetto da? Übertreib, Ruhe. Digga. Das ist die rechte Rheinseite einfach. Diese Gamescom-Seite da. Können da ist es schon gut. Dann kann er mit Hanky um ich check nicht, wie ich die Einladung annehme. True. Ich glaube, du musst oben irgendwie Shift F2 oder so drücken. Kann ich nochmal einladen, wenn du willst? Oder das Spiel sieht auch nicht mehr aus wie das, was wir mal gespielt haben. Hier steht irgendwas von. Weiß ich nicht, die ganze, also irgendwie Monkey Island und so ein Shit. Du musst einfach nur annehmen. Chat, wie nimmt man an? Vielleicht wisst ihr das besser. Windows G. Also mit Windows G kommst du diese... Windows G, Bro. Windows G, dann kannst du rechts oben annehmen. True. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe... Ist das über Microsoft, spielen wir das hier? Ja, das ist ultra geil. Ich benutze Windows G in letzter Zeit richtig häufig, weil du kannst links dann einfach, hast du so den, so diesen Audio-Mixer und kannst dann Dinge muten, ohne rauszutabben. Das ist ultra OP. No way! Digga, das checke. Ist übergeil! Digga, was? Mhm. Ist no joke eine geile Funktion. Windows G ist ja so... Ja, Windows G Sound und dann kannst du links alles machen. Ich glaube, die fickt nur unfassbar krank deine CPU-Auslastung. Das hat auch gerade reingeschrieben. Geil. Aber, ja. Ist wenn, Content. Wenn, solange es noch passt, passt es halt, ne? Ja, I don't know. Also,
Ich weiß nicht, Hugo, Bro. Beides ist legit. Chat, was würdet ihr machen an Hugos Stelle? Ich glaube, ich würde es davon abhängig machen, wie viel Cash ich in welchem Zeitraum wie verdienen möchte, glaube ich. Ja, also ich weiß es ja nicht. Also, ich habe das heute sogar noch kurz gesprochen. Ich weiß, ich finde, prinzipiell habe ich als Kind immer gedacht, ich will kein Steuerflüchtling werden. Und ich habe Deutschland so viel zu verdanken und ich will auch Geld zurückgeben. Aber irgendwann reicht's auch mal. nee, aber ich denke, nehmen wir jetzt mal an, du würdest spontan eine hohe, große Summe Geld bekommen, ne? Nehmen wir das mal an. Dann glaube ich, würde sich das schlimmer anfühlen, wenn das eine einmalige Zahlung ist, glaube ich, darauf einfach zack 50% zu zahlen, als wenn du sagst, ich werde jetzt halt die nächsten 2 Jahre jeden Monat gut Geld verdienen. Ja. Und weißt du, dann arbeitest du ja trotzdem von hier zum Beispiel. Da finde ich das schon ganz cool. So. Ich meine, es ist eine Frage, finde ich. Okay, das Ding ist, Bro, ich sag dir ehrlich so, weil wir Homies sind, dann sag ich dir ehrlich, was ich denke. Die Frage ist halt so, was machst du nach Streaming? Nix. Ja, genau. Du wirst irgendwas finden, aber, you know, ist Streaming ist halt der Plan für dich. Das heißt, du musst versuchen, in dem Zeitraum, in dem du das hier machst, so viel Cash anzuhäufen, natürlich jetzt nicht über irgendwie Leichen gehen oder so, aber halt, so viel Cash anzuhäufen wie möglich oder so lange versuchen machen zu können, wie es geht. Right? Das ist der beste Plan. Und dann halt weniger Steuern zu zahlen, würde halt dieses Ziel leichter erreichbar machen. Auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, wenn du hier in Köln bist, gibt es mehr Möglichkeiten, Cross-Promotion-mäßig Stuff zu machen. Und vermutlich würde es dir halt auch mental besser gehen, wenn du öfter unter Leute kommst, was wiederum den Streams auch gut tun würde. Und was das Business wahrscheinlich auch voranbringen würde. Oh, und das sind so die zwei Seiten, die man hat. Also ich würde mal sagen, wenn halt alle Stricke reißen zum Beispiel, darfst du dann auch nicht vergessen, Experian jetzt wäre jetzt zum Beispiel in Köln, ne? Also falls du dann halt irgendwie nochmal so einen Plan C oder so brauchst, oder von mir ist auch bei mir Plan Z, ne? Aber dann weißt du halt dann, wo es hingeht und wo du dann arbeiten musst. Ja. Ein Teil wäre Madeira auch sehr geil am Meer. Ja, ich aber glaub, Bro, Hugo ich glaube, man... Nee, Hugo hat ja nicht Probleme wegen jetzt, weil es bei ihm trist ist und es regnet, sondern wahrscheinlich wenn dann eher, weil er halt schon wirklich so denkt, Digga, es wäre cool, Freunde drumherum zu haben. Ja, du wohnst halt voll weit weg vom Schuss, ne? Ich glaube, das fuckt ab. Und ich glaube, was halt auch krass ist und das... Obwohl, das auf Madeira konnte man echt ganz gut Essen bestellen, ne? Ich wollte gerade sagen, in Köln kannst du halt... Musst du nicht nach 4 Stunden dippen für den Döner, sondern der Döner kommt einfach zu dir mit dem Fahrrad. Ja. Aber... ich glaube, auf Madeira kannst du auch sehr, sehr gut bestellen, ja. Lad mal ein. Ja. Ja, aber guck mal, egal wie, es wäre Upgrade für mich. Also ja, das bist, oder bist du, ja, Bro, ganz kurz, bist du Big Boy Hotdog? Wer ist das? Hab dich eingeladen, schau mal. Bist du Papa Platte? Ja, Papa Platte 3767. Okay. Nee, ich finde auch, also egal was, es wäre immer Upgrade für dich. Also ich glaube, verlieren kannst du nicht. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, du musst weg von da, wo du gerade bist, um ehrlich zu sein. Weil selbst auf Madeira hast du ja... Nein, aber so... Einfach, ich glaube, Bro, das klingt... Madeira bin ich allein. Madeira bin ich komplett... Da sind doch Toni und so auch, oder? Und so Sabine... Ja, aber ich bin komplett allein in meiner Wohnung. Ja, aber hier in Köln doch auch. Ja, aber in Köln doch auch. Ah, nee, du willst mit Fabo oder so, wenn... Nein! Du würdest mit Fabo eine WG machen? Nein, bin ich nicht! Digga, holy shit, an der Madeira, what the fuck? Ey, yo! Lass kurz muten in-game alle. Wie ging das nochmal? Escape meine Crew meine und Crew. Dann muten. Ja. Digga, ich bin nicht mehr in dem Spiel. Ja, du bist irgendwie nicht gejoint. Irgendwas hast du falsch gemacht. Die Server für Sea of Thieves werden bla. Ja, du bist ja aber es ist ja morgen, es ist ja erst Donnerstag. Segel werden gehisst. Ah, Let's Hugo ist deiner Crew beigetreten. Alter! Yo! Du musst uns jetzt auch noch muten kurz gleich. Ich glaube, wir können auch ihn erfahren. Ich glaube, ihn konnte ich nicht muten, kann ich? Sea of Thieves. Nee, aber was ist das mit Fabo, Hugo? Was meinst du? Also, ihr würdet nicht in eine WG ziehen, aber... Nein! Wie, aber? Nee, ich wäre... Also, er wäre dann auch auf Madeira. Aber macht er nicht mehr. Er geht nach Köln. Hä? Aber Bro. Oh nein, wirklich? Ist das confirmed? Ja. Ja, dann mach ich Berlin.
Aber Hugo, du wärst dann auch in Köln allein in deiner Wohnung, weil du es gesagt hast. Ja, aber ja, hast recht eigentlich. Aber da sind mehr Leute, mit denen ich kurz irgendwie so Eis essen oder so. Checkst du? Ja, das stimmt. Heißt Eis essen bei dir Eis essen oder was? Also ja, Eis essen. Oder geht's um Eis Tinder? Essen. Alter, nein. Bro! Was ist, wenn wir den 2023 Hugo Köln Tinder Arc bekommen? Und du machst, pass auf! Du machst so diesen Inscope aus so von vor 3 Jahren, weißt du? Wo so immer so ein random Girl einfach neben ihm saß in jedem Stream. So, und man wusste gar nicht, wer das aware, ist. Knossi aware, Digga. Ja, oh no, der Knossi-Incident. Mein Knossi hat diesbezüglich was geäußert mal. Ja, und das war sehr, also es war sehr, sehr straight in, also es war, sehr, sehr respektvoll. Ja, zack. Man, er meinte so, da sitzt immer eine andere Prostituierte, Bro. Oh, Digga. Hugo, das könntest du sein, Bro. Denk drüber nach. Das war halt sehr ehrenlos. Nee, ich glaube. Was? Oder wie schätzt sich Fabo das vorhin können? Oder was? Denkt er sich da? Denkt ihr den Chill mit uns an, oder? What the fuck? Ja, der deckt sich Sätix und so halt. Aber hier bei Köln hätte ich auch meinen Tesla denkt, noch. Halt Madeira nicht. Sich eine Wohnung auf Madeira. Kannst du nicht den Aurora auf Madeira mitnehmen über Fähre und so? Ja, will ich aber nicht. Steuern mehr zahlen. Okay. Ich finde, das wäre aber übertrieben der coole Move eh gewesen, einen Tesla zu kaufen und dann umzuziehen und den Tesla einfach in Deutschland oder in Luxemburg zu lassen. Also ich finde irgendwie, das ist halt. Wäre krass. Hugo denkt halt auch, er sucht sich eine Wohnung auf Madeira, fliegt da hin mit seinem Setup und wieso denn? Wieso denn? Ich bin da, by the way. Ah, das stimmt halt auch, ne? Und wo ist dein Tesla gerade? Der ist neben mir. Aber da sind auch Leute, die sich damit auskennen mit dem Business, so Toni und so. Nee, aber helfen. Ich hab die Preise durchbekommen. Ernsthaft? Was für Preise hast du durchbekommen? Die Reparatur für Tesla. Oh no! Erzähl, was wie teuer? Ist der Spaß? Ja, ich hab sie nicht bezahlt, ne? Ich hab nur gesagt bekommen, wie ja, viel. Ja, wir wissen, was im Kostenvoranschlag ist. Vorne 6? Nein, Digga, vorne rechts, wo die Schramme ist, Alter. 900. Ja, okay, geht aber. Ja, das geht. Nein, Digga, geht überhaupt nicht. Bro, du hast das Auto. Für Auto ist das okay, Bro. Eben. Meinst du nicht, du bist nicht schuld? Das ist vorne. Hat er zu dir echt gesagt, dass er nicht schuld hat, dann? Kurze Frage. Nein. Warte, Hugo, du meinst doch zu mir, dass du nicht schuld bist. Ach. Ich bin. Was hast du ihm erzählt? Du meinst zu mir, du bist nicht schuld. Ja, mir ist jemand reingerannt. Ja, dann zahlt der doch. Dann zahlt der doch. Hugo, war das so? Ja. Ja, hä, dann zahlst du gar nichts. Ja, wusste ich nicht. Danke. Ja, nee, aber vielleicht, also. Hä? Vielleicht ist das Auto ja auch nicht gefahren. Er weiß es nicht. Wait, was ist passiert? Könnt ihr mich aufklären? Was denn, hä? Dir ist jemand reingefahren. Ja. Ja, hä, dann zahlst du das nicht. Da zahlt die Versicherung vom anderen. Wie, das wusstest du nicht? Ja, hä, dann jetzt weißt du's, hä? Ja, okay, ja, geil, ich muss nichts bezahlen. Oh, du bist. Oder also entweder bist du der schlechteste Lügner oder du bist einfach dumm. Hä? Also du bist schuld. Ich bin schuld. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Erzähl genau, was passiert ist, los. Ja, die Delle hinten, die habe ich reingefahren, weil ich schnell nach hinten gefahren bin und dachte, da wäre ich. Ganz kurz, was ich dazu sagen möchte ist, sein Tesla hat eine 360-Grad-Kamera, die er mir stolz präsentiert hat, als wir rumgefahren sind, in diesem mittleren Feld. Man hat alles perfekt gesehen, Digga, das ist das Krasseste daran. Digga, es war dunkel und das Schild war nicht, also so, das war so ein Verkehrsschild. Und das Schild war nicht so gedreht, wie man es halt sieht, das war so seitlich, dass man nur diesen dünnen Rand da sieht. Und es war dunkel und ich habe das halt nicht gesehen, bis es dann Bumm gemacht hat. Ist das krass. Aber als es Bumm gemacht hat, hast du es gemerkt oder hast du weitergemacht? Nee, da habe ich es gemerkt. Yeah. Und die Schramme habe ich reingemacht, weil ich aus meinem Haus rausgefahren bin und da war auf einmal Briefkasten. Der war da normal nie. Ja, davor ist nie was passiert, auf einmal ein Briefkasten. Ja. Junge, ist das dumm. Du musst dazu sagen. Ey, ganz kurz, Benner, wollen wir kurz Quests annehmen, losdingsen und dann weiterlabern? Ja.
Ja, ja, wir sind schon auf dem Boot. Okay, geil, geil, geil. Ja, Hugo, willst du auch herkommen? Alkohol hier unten. Ey, Chat, wo bekommen wir nochmal die Quests her? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich vergesse es jedes Mal. Hier unten Karte. Dachte ich eigentlich. Karte hier, oder nicht? Aber, ja, aber nee, wir müssen doch, dafür müssen wir doch erstmal eine Mission uns holen, ja, ja. Oder? Ah, doch, ich hab stimmt, welche. Stimmt. Ich hab eine rote Seefahrt. Sollen wir die machen? Ich glaube, die ist ein bisschen schwieriger. Warte mal, Chat, wie machen wir die Story? Händler oder nicht? Lass mal die Story machen. Wir müssen nur kurz erklärt bekommen, wie. Digga, halt mal die Fresse. Bei den Zelten, gibt mehrere. Okay, Story's ass. Nee. Viele Leute meinten, dass Story mega geil ist. Ey, ich finde auch Story wichtig. In der Taverne, also oben dieses Main-Ding, ne, wo wir gespawnt sind sozusagen. Aber ich finde es so krass, dass einfach dieses Briefkasten hinter dir spawnt. So kacke. Junge. Ja, hinten kostet 2-1. Wow, also 3.000 insgesamt? Ja. Okay. Da hab ich nochmal kurz eine Frage, ne? Du fährst ja noch nicht so lange Auto, ne? Doch, ein Jahr. Würdest du sagen, nach einem Jahr ist man so skilled, dass man sich einen 50.000 Whip holen sollte? Weil ich sag mal, ich habe auch mein Auto geschrottet nach einem Jahr. Aber es war halt ein 8, also nur kurz zum Verständnis. Mein Auto, also wenn man das Doppelte von deinem Schaden bezahlt, dann hätte man schon den Preis von meinem Auto gehabt. Also, you know, ich habe halt ein 6.000 Euro Auto gefahren. Sagst du was wie erbärmlich arm? wieso so peinlich, du Loser, Digga? Ist es das? Muss ich das machen? Wie kann man mit so einem Auto fahren, hä? Check ich nicht. Digga, der Spacer, kranker Whip. Ja, aber hat er den Macken hinten und vorne? Also nee, ich glaube nicht. 6.000 schon die krass teuer. Ja, ey, no joke. Aber gut, du bist ein Jahr, also eigentlich. Also ein Tesla zu schrotten ist auch wild, aber da gibt's auch meinen guten Kollegen David Hendricks, der mal entspannt in den LKW reingecruised ist rückwärts mit dem Tesla. Und dann immer so, Digga, das war das Geilste. Als ich Dave so richtig kennengelernt habe, als ich hier nach Köln gekommen bin, da musste Dave immer über den, also er hat immer die Hintertür, die rechts hinten die Tür aufgemacht, hat dann den Sitz umgeklappt und hat so Sachen aus dem Kofferraum genommen, weil der Kofferraum so eingebeult war, dass man ihn nicht mehr aufmachen konnte hinten. Digga, legendary. Zu den Zelten müsst ihr gehen. Okay, ey Jungs, helft mal bitte kurz mit, die Quest zu finden. Wir müssen zu den Zelten gehen. Ich weiß nicht, ob das hier ist oder so. Mein Zuhause. Were you followed? Yep. Ich glaub nicht. Quiet. Doch. Weiter runter. Aber gut, hier, ja. Was ist schon gut? Hier müssen wir irgendwen anlabern, Männer. Du hast mir jetzt so stolz erzählt, so, ey, Digga, du glaubst gar nicht, wie günstig ich jetzt dann zu dir gefahren bin. So, guck mal, hätte ich jetzt tanken müssen, so, ich hätte dafür viel, viel mehr bezahlt und so, ne? Ja. Durch den Unfall hast du das dann für ein Jahr einfach quasi ausgeglichen. Das Geld hat so Spaß. Ist ja, egal, welche wir machen, Chat? Ja. Wäre ich mit Öl gefahren, hätte ich ja noch teurer, checkst du? Jetzt eine kleine Frage, wer fährt mit Öl? Männer kommen mit Öl. Mit Öl, Digga. Ey, Bro, kommt mal kurz ran, Männer. Ich glaube, das hier ist die Main Quest. Okay. Wir haben jetzt einmal die Reise nach Melee Island. Auf Wunsch des Piratenlords ist eine Reise zum Meer der Verdammten im Gange, ebenso wie eine Jagd nach einem vermissten Piraten, der eine gewisse Berühmtheit ist. Sein Name ist Guybrush Threepwood. Oder wir machen rechts. Hä? Und da gibt's keinen Text oder was? Doch, warte. Ein geheimnisvolles Grimoire ist aus dem Meer der Verdammten eingetroffen. Die Zeit ist gekommen, Guybrush Threepwood in die Realität zurückzuholen. Ah, das ist das falsche Zelt. Warte mal, ich hätte mein falsches Zelt. Okay, falsches Zelt. What, sir? Wir müssen irgendwo so Dinger auf dem Boden finden. Was für Dinger? Ah, hier, oder? A Pirate's Life, ist es das? Eine seltsame Schiffbrüchige, warnt vor Gefahren. Okay, Chat hat ja, das war wir nehmen hier. Danke, Chat, Kuss. Das ist die Story anscheinend. Und selbst wenn nicht, lass die machen. Ihr müsst einmal F drücken, beide. Hier auf dieses Ding. Sind danke, Pizza, Bro, Doboxo, Seises, El Banano, Bummi. Ey, Chat, vielen Dank für alle Twitch Primes und nochmal ein Subs. Wie weird, dass wir hier das Ding annehmen. Aber Hugo, mach mal auch bitte einmal. Hugo, mach mal F. Yes. Danke, Mann, Hugo. Gerne.
Sterne. Alright, jetzt gehen wir aufs Boot und dann müssen wir die, glaube ich, nochmal unten auswählen oder geht's direkt los? Das geht. Lass uns nur zum Boot laufen. Auf aufs Boot, Männer! Hugo, wann wieder Köln? Was? Wann wieder Köln? Weiß ich nicht. Das Einzige, was in Köln passiert, aber ich glaube, das passiert dir nicht. Leute lassen sich zu krass von Party ablenken, wenn die hier sind. Ja, Digga, es gibt diese Ja, dir passiert das nicht, aber es gibt viele Leute, die sind nach Köln gekommen und die haben viel Probleme damit, dass sie halt. Also so FOMO, you know? Achso, warte mal, wir müssen der Frau zuhören, Leute. Was es in Köln noch gibt, gibt es den Rucksackpinkler, Hugo. Oh ja. Ich hab das Gefühl, aber wenn du da bist, gibt's einen mehr von denen. Ich war der. Ach echt? Ey, ey, wir müssen kurz der Frau zuhören hier. Ja, weil die labert. Ja, was die nervt, sagt ich weiß. wer dieses Unheil brachte, liegt in Eisen geschlagen unter den Füßen des Feuermanns. Für alle Ewigkeit im Meer der Verdammten eingesperrt. Du musst jetzt alles vorlesen, was sie sagt. Mach ich es. Ja, mach nächste, Digga. Wie lange lauert die Lackschuhe? Mach drauf. Niemand außer dem Captain darf unter Deck dieses Schiffes gehen. Okay. Nur als blinder Passagier kannst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Digga, steh ich ganz auf, die Frau zu messern. Aber wenn der Fährmann dich erwischt, könnte dein Schicksal dort enden. Digga, die hat grüne Haare, ne? Ich weiß, deswegen. Hörst du noch immer zu? Dann hör hin. Ist fein. Bruder, keiner hört zu, Hugo. Alles, was über dein Leben und dein Tod weiß, ist nur der Anfang. With your heart steel. Schlägt dein Herz noch, siehst du, wenn du Seelenflamme emporhältst. Blick. Gut, das war jetzt hier, das ist einfach so OC gesagt, ne? Oh, sie zeigt uns den Weg, jetzt aufpassen! Hol die Stifte raus! Ja, hab ich doch gesagt! Sie zeigt uns den Weg! Oh! Oh! Sie trinkt Mini! Digga, Fortnite! Was macht sie? Digga, der Slayer! Magnesium, sie macht... Ja, sie macht... Was macht sie? Ja. Ah, sie macht so die Hände, ja genau, sie macht so die Kreide. Ja. Boah, Stegi, fahr mal nicht ab, Alter. Oh. Boah. Oh! Feuer! Ich folg dir auf TikTok. Digga, was muss eigentlich so. Yo, Portal! Alter, Digga! Oh, warte mal, sie teleportiert uns jetzt dahin. Digga, wir haben ein Problem, Stegi. Du passt was da gar denn? Nicht rein. Was ist? Du passt da gar nicht rein. In das Boot oder was? Oder in die. Also. Nein, das ist total. Maul, du Wichser, Digga. Ich hoffe, Farben muss ich mit dir zusammenziehen. Ich sag's ja wirklich. Oh, wir reisen in eine andere Welt. Ah, da drüben, oder? Schau mal da! Oder? Da müssen wir gleich durchfliegen. Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Da passt du rein. Durchfliegen. Das muss sie gleich sagen. Flüstern davon, dir zu helfen. Und jetzt setz die Segel! Segel setzen! Segel! Männlich! Hä? Sorry. Hugo ist auch bald auf der Straße und hat sich eher übrig, wo er hin muss. So. Ich mach Anker hoch. Ich mach den Lenker. Dreh das Ding! Ich sauf Hugo, Bier. Dreh die Scheiße! Ich sauf Bier, Digga. Junge, freiwillige Feuerwehr, POV einfach. Bruder. So. Heb die Becher! Mann, halt die Fresse. Achso, warte, der Wind kommt von der anderen Seite. Ey, kann jemand mal. Ey, warte mal, warum ist Stiggy am Lenker? Okay, warte, machst du? Ich muss. Ja, okay, ich kann. Ja, du kannst auch lenken, Bruder, alles gut. Okay, ins Portal. Ja, in das Portal vor uns. Geil. So, ey, brauchen wir das zweite Segel auch nie, ne? Nein, ne, für die kleine Fahrt nicht. Ey, Hugo, wie schmeckt der Tropfen? Boah, schmeckt geil. Ja, wonach? Hugo, beschreib mal Biergeschmack. Boah, Digga, über ekelhaft Scheiße, Digga. Irgendwas zu. Schmeckt übel Scheiße, aber ich hab trotzdem 4 Digga getrunken davon. Und das jeden Morgen, Alter. Ey, bis nach links.
Digga. Ey, aber ich fand Bier auch, also ich bin immer noch nicht Big Beer Enjoyer, aber ich fand Bier früher auch richtig ekelhaft, Mann. Aber warum jetzt nicht mehr? Ich glaube, jetzt streamt er. Weil jetzt brauche ich es. Nee, ich glaube, das ist ein Geschmack, den man. Ey Bruder, wir fahren straight up gegen Stein. Oh, Cutscene! Schaut! Katze? Katze! Mein Junge, Cutscene, du Arschloch. Wo sind wir? Ey, stimmt mal, Digga. Digga, ich spring da rein. Boah, das sieht richtig nice aus. Guck mal, Digga, Sternenhimmel. Ich hab Blackscreen. Oh, jetzt, Digga. Boah, das Wasser sieht richtig nice aus. Ich will voll gerne hier man baden gehen. Ich kann nicht reinspringen. Ich kann nicht mehr gerade laufen. Oh, jemand spricht mit uns. Ey, eine Frau. Das ist ein nein, Papagei, du Vollidiot. Digga. Es ist, Digga. Bist du dumm? Ihr müsst zuhören, okay? Der kann da mal die Fresse halten. Mit dem Bier, Junge. Wie geil das Scheiße. Warum hebt oh, 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 vor uns. Ey, Jungs. Ja? Boote, vor uns. Achso, soll ich nicht drehen? Nee, fahr mal durch. Ich glaube, wir sollen mitten durchfahren, Bro. Ich töte die einfach. Ich hab keine Muni. Ey, ich würde einfach mit der Harpune einen ranhucken und dann soll der für uns arbeiten. Ja, for real. Es geht nicht, oder? Nee, geht nicht. Ey, kommt her, Mann! Der sieht aus wie. Digga, ich töte die nicht, ey, ne? Nur ein Unge, oder? Ey. Der erste, hast du geguckt? Oh ja, der sieht ein bisschen aus wie Simon, ja, true. Das sind die Seelen. Der nächste sieht aus wie Ronny. Ich bin nicht mehr betrunken. Der da, ja. Der hat doch eine Körperhaltung wie Ronny. Fehlt nur noch der Fahrradhelm, Junge. Ey, der sieht aus wie ein Klim. Oh, jetzt nicht mehr. Hä, hey, alle weg? Come seek an adventure in salty old du suchst nach ab, dann bist du hier richtig. Der Texon ging zu schnell weiter. Und halt euch gut fest. Mit beiden Händen, wenn's recht ist. Auf uns wartet Ärger und Davy Jones erwartet jene, die nicht gehorchen. Ey, wir hätten ja noch Olaf Scholz fragen können, ob er Bock hat, eine Runde mit zu zocken. Oha! Spontan. Hugo checkt nicht. Doch, wegen Augenklappe, du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Ey, hier sind welche! Wo? Hier! Oh, hier! Das ist ein Kinofilm. Geh ja, von Land! Das ist so ein Flashback, den wir haben. Hey ho, Captain Sepp. Hey ho, Captain Sepp. Matrose. Ja, okay, das war aber echt eine kurze Mission, ne? Also weiß ich jetzt nicht. Also, das ist Longtail! Wer ist da? Die letzte Insel bei One Piece. Digga, Spoiler, what the fuck? Digga, er fuckt so ab. Digga, Little Bro spoilert einfach viel. Oh, Cutscene! Katze. Imagine, jetzt fahren wir so links in diesen Stein so rein und das ganze Ding geht so runter, so eins vom Portal. Ja, aber haben wir jetzt die Mission geschafft oder kommen wir jetzt irgendwo an? Ich komme gleich am Ende an. Titanic, Apropos Titanic-Chat! Digga, bei mir leckt's richtig jetzt. Wir müssen den Wichser noch zusammenbauen. Wollte ich auch? Nee, Bruder. Ja, cool, mein PC wieder. Okay, umsäge die Weltmeere mit allen Spielern. Ey, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen auf diese Insel da vor uns, oder? Stegi, vor uns, bist du gerade am Lenkrad? Oh, Digga, nee, Handy. Auf TikTok, ja. wir fahren straight up auf so ein Ding zu. Fahren wir so ein Stück nach rechts. Oder links? Rechts. Mach ich. Und dann würde ich gleich den... Digga, warum kotzt du? Junge Hugo kotzt ja alles voll. Kannst du hinten das Segel ein bisschen höher machen, dass ich was sehen kann? Warte mal. Ich hoffe, wir crashen jetzt hier nicht rein. Wir crashen, by the way. Nein, easy. Oh mein Gott, easy! Guck mal, wie geil eingeparkt. Gut. Hä, wie habt ihr so eine scharfe Lenkung gemacht auf einmal? Ich hab den Anker geworfen, aber wir sind trotzdem reingecrashed. Heb die Schere, Digga. Oh, okay. Sag das nie wieder, Bruder, bitte. Wirklich nicht, das ist so. Heilige Scheiße, war das cringe. Sind wir hier richtig? Oder wo müssen wir hin? Warte mal, wir müssen mal hier. Hugo macht hier gerade nichts. Wir brauchen Holz. Wie?
Mann, Junge, bist du dumm? Du kotzt und spielst Akkordeon. Junge, hier läuft unser Bad, unser Boot läuft voll. Bist du dumm? Wie macht man dieses Inventar auf mit dem Holz? Hier, Bruder, mit F. Fahren Sie bitte rechts rein. F? Es scheint, als würden Sie massiv alkoholisiert. Wenn du das Holzfass anlaberst hier. Dies führt zu 5 Punkten in der Sea of Thieves und einem Jahrbostführerschein-Entzug. Fahren Sie bitte rechts ran. Es scheint so, als wären Sie massiv alkoholisiert. Nein, nur unser einer Kompagnon hier. Aber der fährt nicht. Soll das ein Kotz-Sound sein? Nö. Digga, du kotzt halt auch einfach so überall. Warum kotzt du so lange? Er kotzt sich immer noch bei Digga, euch. Bei mir ist das eine Unlimited-Kotz-Animation gerade. Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Ja, das ist ein Bug, glaube ich. Digga, ist das dumm. Mach mal so. Ist das dumm. Alter, übergeil. Ist das dumm. Ja, gut, dann gehen wir mal auf die Insel, Leute, war in dem Sinne. Digga, er kotzt die ganze Zeit, er fuckt so. Okay, ey, Männer, geht mal auf Q und dann auf M und dann habt ihr Mission, habt ihr so ein Buch oben. Ich lese euch mal vor, ja? Q und dann wohin? Leertaste und dann hast du da Mission und dann kannst du oben diese 1 da auswählen. Okay. Ihr Gezeiten führt mich her, dorthin, wo es Piratentraum auf ewig wehren kann. Ja, das bringt uns absolut nichts weiter. Gehen wir mal rauf. Jo, geiles Movement. Top. Hey, Schatz, wir suchen dich. Oh, man kann blättern. Hey, wo geht ihr hin? Wie? Ah, mit E. Ah, okay. Nicht jeder Seefahrer trägt den Piratentraum im Herzen. Und ein großes Übel sucht ihn zu beenden. Es gibt solche, die ihm dienen würden. Die ein dunkles Zeitalter für diese Sea of Thieves wünschen. Der Tod erherrscht hier nicht. Ein anderer wacht über das Tor zwischen den Welten, der Fährmann dient. Der Piratentraum bedeutet Freiheit. Doch jene, die ihn verfolgen, erwartet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Besser. Schlimmer als der Tod, die müssen einfach Hugos Stream gucken für 2 Stunden. Holy shit. Der Fährmann weiß und fürchtet es. Wow! Chimma! An seine Pflicht gebunden, verpflichtet der Retter, der See zu fesseln. Ein Gefangener, getragen von den Wogen der Ewigkeit, die kein Pirat je lebend erblickte. Digga, halbe Bibel, Digga. Blätter nochmal zurück! Was denn? Blätter nochmal zurück. Wie blättert man weiter? Warum? Da liest du bei mir mit, Digga? Guckst du mir über die Schulter und liest da. Bruder, machst du dein eigenes? Hast du dein Buch nicht dabei oder was? Wie geht das? Hast du Buch zu Hause vergessen? Ja. Wie kann man die Seite wechseln? Mit E. Digga, was? Hier, lese. Digga, er sieht actually so aus wie jemand, der nicht lesen kann. Ey, Digga, kannst du mir kurz erklären, was da steht? Digga, du bist fett. Yo. Digga. Du bist fett, Bro. Digga, du Bro, du kotzt seit 40 Minuten. Hier, jetzt lies Arschloch. Okay. Hör mal auf zu wackeln. Kein Gefangener. Ein Gefangener. Hör mal auf! Hör auf! Ein Gefangener. Alter! Digga, ey, ich lese. Ein Gefangener getragen von den Wogen der Ewigkeit. Digga, willst du noch weiter von deinem Mikrofon weggehen? Wir hören nichts. Digga, nee, es wirkt eher so, als wenn der ganz nah an den Bildschirm rangeht gerade, weißt du? Ein Gefangener getragen von den... von den Wogen der Ewigkeit, die kein Pirat je lebt, erblickte. Ey, dieses Alter, was du gerade gesagt hast, hat mich ganz erinnert an diesen Typen. Er hat mich von einer 1,50 Meter hohen Kante runtergestoßen. Digga, so hat sich das angehört. Okay, hier. Die Sea of Thieves braucht Piraten. Digga, voll gut gesagt, Digga. Braucht Piraten. Ich finde, da kommt richtig Stimmung auf gerade. Und treumutig genug, sich der nahenden Dunkelheit entgegenzustellen.
Schau zum grünen Horizont, zum Schein, der dich sea zum bringen wird. Um diesen Traum zu retten, das Piratenleben muss erst sea ein Leben gerettet these, werden. Yeah. One Piece! So, warte, da kommt noch was. Oh. Oh, das war's! Die Bibel ist zu Ende, Ladies and Gentlemen. Let's go. Oh, warte, schau zum grünen Horizont, zum Schrein, der dich zu verwunschenen Ufern bringen wird. Checkt ihr, was da gesagt wurde? Nein. Same. Lass einfach mal gucken, lass einfach rumlaufen, wir schauen mal. Bro, wie lange wirst du noch kotzen, Hugo? Ja, ist so, du kotzt die ganze auf. Zeit, ja. Bruder, das fuckt so ab. Das nervt übertrieben krank. Aber es passt auch zu dir, weißt du? Irgendwie schon. Warum? Ich hab noch nie gekotzt. Hä, du hast schon mal in deinem Leben gekotzt, du Labersack, du Labersack. Ja, ich laber. Ich Labersack. Du Wichser. Du Bastard. Du Bastard, du Schwätzer. Du kannst viel aber Mann sein nicht. Oh, wir hier geht's lang. Nee, wer sagt das? Der Mann hier. Hey, hier ist eine Spalte. Oh, ey, ey, wir müssen hier zurück zum Schiff. Diamanten! Ey, ey, Hugo, du musst hier zurück. Was? Nicht zurück zum Schiff, nicht zurück zum Schiff. Burn bright, ja. Digga, er sagt Diamanten, Junge. Brenne hell, verfluchtes Licht über Legenden alter böser Taten. Digga, das ain't no way. Mann, Junge. Wie er da unten drinnen chillt, ihm geht's gar nicht gut. Digga. Ain't no way, Bruder. Bruder. Komm mal her, Bruder. Junge, Hugo, wenn er eine Stunde zu viel streamt. Hugo, wenn er nicht pünktlich seinen Döner bekommt. Digga, Digga. Hugo, wenn sie ihn durch die Hose streichelt. Oh mein Gott, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Wichser. Oh, ist das mal passiert? Ach so. Oh, okay, erzähl mal, was ist da passiert? Nix. Bist du dann instant gekommen, oder wie? Ja. Wirklich? Aber was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Ich geh kurz ins Badezimmer. Weil, Bro, no way. Du bist mal gekommen, weil jemand durch die Hose dein Dick gestreichelt hat? Digga, das war meine erste Erfahrung. Digga. Ich wusste nicht, dass und Heiko hat danach einfach weiter gestreamt, ne? War Heiko das oder was? Digga, geil. War das mit oder ohne seine Pissejacke? Mit. Wegen der Jacke. Ach so. Digga, ey, so geil. Auf der Gamescom wurde einfach Heiko auf die Jacke gepisst, Digga. So, was eine geile Story. Ey, ich glaube, wir müssen das hier irgendwie aufmachen, Männer. Ah, vor der Laterne, schaut mal. Ey, ich glaube, wir müssen eine Laterne irgendwie... Ey, das ist auch Endo, ey. Zum Anzünden Laterne heben. Ja, wir müssen da wieder ins Inventar oder so. Seelenflammen, wir brauchen eine Seelenflamme. Wie kriegen wir eine Seelenflamme? Der ist Mundatmer. Das ist ein Mundatmer. Ja, guck dir den mal an, guck dir den mal an. Das ist ein klassischer Mundatmer. Der schnarcht wahrscheinlich, wenn der schläft. Der arme durch den Mund. Ah, im Lagerfeuer? Okay. Ey, ey, hier, pass auf, ich hab das Rätsel, Jungs. Schaut. Watch this. Boom. Digga, du bist so krass. Wie hast du die Laterne genommen, oder woher Bam. Easy. Mit Q. Mann, Q geht aber nicht. Och, Mann, oh. Och, Mann, oh. Digga, warum brennst du? Ey, jetzt brenn ich auch, bist du dumm, Bro? Ja. Oh. Hier ist Wasser, schimmer ein bisschen. Oh, hier müssen wir wieder anzünden. Hat jemand was dabei? Naja, ich hol schnell. Oder bleibt die? Ah doch, die bleibt, ich hab. Hab. Okay. Hier kann ich nicht anzünden. Oh! Wow. Digga, Hugo wirft die ganze Zeit Brandbomben, der Esel. Oh, Hugo. Ah, hier, Männer, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, glaube ich. Oh mein Gott! Was denn? Nicht. Hier geht's weiter, Jungs. Ah ja, hier müssen wir anzünden. Wo bist du jetzt hin? Ah, da. Schau mal, ist vorne irgendeine Tür aufgegangen oder so? Ich glaube, wir müssen alle Laternen finden und alle anmachen. Ich glaube, das ist so ein kleines Mini-Rätsel hier. Hört ihr gerade Ingame-Sound? Nein, oder? Doch, also, ja. Also, Ton schaut aber nicht jetzt Stimmen von anderen. Also, Leuten. Ich will jetzt keine Stimmen, Bro, also... Okay. Okay, dann...
bin ich kurz weg, oder? Ain't no way! Oder wie oft willst du das noch sagen? Ey, ey, hier, Kevin! Was denn? Hier, ich hab... Ah, ah, geil, gut Job. Oh ja, guck mal, hier ist eine Animation. Hier sind unsere Arbeiter. Alter. Wow, unsere einfach. Oh, Männer. Es geht weiter. Das Tor geht auf hier. Oh. Digga, die Kampagne ist ja übelst geil. Viel geiler, finde ich, als das normale. Geil, okay, let's go. Ja, finde ich auch, ja. Okay, krass. Digga, ja, das ist halbe Film gerade. Yo. Da oben Animation wieder. Ich glaube, Männer, wir müssen hier wieder die Laternen finden. Also haltet mal Ausschau. Oder müssen wir einfach nur durchlaufen? Durch, glaube ich. Ah ja, hier geht's weiter. Oh, kannst du das einmal singen, was da... Kannst du das singen da unten? Guck. Joho! Oh, bitte doch nicht mehr. Joho! Ja, das steht halt nicht so. Okay, hier rüber. Oh, hier ist ein Jump, den man nehmen muss. Schafft ihr den First Try? Boah, krass. Na sicher. Krass, seid ihr Gamer? Digga, er kotzt immer noch. Digga, oh mein Gott. Wohin, Digga? Hä? Ah, hier lang. Ey, wirklich, du kotzt die ganze Zeit. Das fuckt so böse ab. Ey, trink mal einfach noch ein Bier. Vielleicht brauchst du so ein Konterbier. Ja, da brauch ich von euch, weil ich meins ist leer. Das ist Köln-POV von Hugo. Ja, ist so. Ich trink Wasser. Ah ja, stimmt, voll smart. Wie lade ich jetzt wieder auf? Geht gar nicht. Ja, egal, scheiß drauf, da kotzt halt alles voll, juckt. Oh, was ist hier? Hier geht's hoch. Kannst du das nochmal gruselig sagen, was da gerade vorgelesen wird? Tote sprechen nicht mehr. Digga, nicht so gruselig, Digga. Hallo, wir sind noch vor 24 Alter, Uhr. Mich gruselt. Ich habe auf 18 plus gestellt. Digga, gerade. Die haben Freunde. Oh. Freunde. Wir bauen einen Griff, Männer. Wir bauen einen Griff. Jungs, wir suchen einen Griff. Oh ja, ich suche auch einen Griff. Was? Ist okay. Ich bin runter, tschüss. Okay. Ja, Karl, danke für die 5 Subgifts. Kuss. Dickes Papa in Chat, Jungs. Boah, habt ihr Essen da? Hugo Deutsche Ted Mosby, speifrei seit 9.3. Digga, ich hab auch lange nicht gekotzt, Mann, zum Glück. Ich hasse es so sehr. Oder was ist das hier, wenn es kein Griff ist? Eine Waffe. Ey, ich hol mir kurz einen Snack. Ihr findet den Griff so lange. Digga, was? Der will, dass wir schuften, oder was? Digga, halt wirklich. Wir müssen die ganze Zeit arbeiten für den. Hab gefunden. Ja, du bist so ein Motherfucker, wirklich. Nein, nur weil ich deine Mom hatte, oder was? Ja. Du kannst, wie geht's dir? Ja, frag du doch. Wann darf ich mal wieder mit ihr quatschen? Ach so, mach. Okay. Meine Mutter ist deine Mutter. Okay. Aber ich hoffe nicht, sind deine Kopfschmerzen oder hoffentlich ist dein Hirnaneurysma nicht meine Hirnaneurysma, ne? Bruder. Was denn? Ich war mal gar runter, Digga. Nein, das war ja nur. Digga, du hast das ja nicht mehr, mein Freund, Digga. Wir sind ja beide davon befreit, oder was das weißt du doch. Ich mach das, mein ganzer Chat aware schreibt. Hey, was geht ab, Mann? Du real, too far, was ist passiert? Oh. Nee, Hugo und ich werden eine Auseinandersetzung gerade. Ich bin glücklich, dass du es nicht hast. Ah, Digga, ich hab dich aber was geheilt, weißt du doch. Ja. Weil irgendein Kopfarzt es weggemacht hat, Hugo. So. Ja, ich bin Profi, das war ein Profi-Arzt. Oh mein Gott, Digga, guck dich doch mal an. Wir sind schon weiter. Es geht weiter. Ah, habt ihr den Griff schon? Ja, klar. Geil, Lorn, ich komme. Arbeiter.
properly warned, ye beast, as I... Arbeiter! Who knows when the Arbeiter! Will strike the greedy beholders. Ihr müsst auch ein bisschen looten hier immer, das wäre übergeil, ne? Wenn ihr immer in diese Fässer guckt und so. Lootest du? Ja, Bruder, ich hab mich verlaufen. Kann Film. Man looten oder was? Ich ja, die ganze Zeit. Ey, Jungs, ich bin hier irgendwie stuck, warte mal. Ich komme hier nicht mehr raus, irgendwie. Okay. Ja, okay, sorry, dass ich geredet habe. Ja, ich bin echt stuck. Ich glaub, Digga, das ist Giftgas. Ja, das slowt einen so, ne? Ja, ja. Hier ist ain't no way. Bruder, wie oft? God. Digga, du fuckst so ab. Und dann auch noch mit der Kotze, Junge, wirklich. Man erkennt direkt, wer Hugo ist. Junge, in so einem Ort wäre ich gerne mal in echt. Und würde mit euch so einen Schatz holen. Boah, ich würde da mit euch rummachen. Ich glaube ich auch, weil aber nur, weil man danach eine geile Geschichte hat, weißt du? Ja, hier ja, mal genau. Einfach, Lord. Hier mal fappen. Digga. Ey, hier ist so ein Anker. Oh ja, ich helfe dir, Bruder. Ah, okay, mach schon. Ey, danke. Boah, wie schnell! Alter, ihr seid richtig stark. Hugo, warst du irgendwie im Gym oder so? Ja, gestern, heute. Okay, no joke, bevor wir weitergehen. Was hast du im Gym gemacht? Getrunken, die freien Getränke getrunken. Proteinshake getrunken gegangen. Da warst du so ein Getränkespender, da saß ich die ganze Zeit. Geduscht, Digga, geduscht. Ja, geduscht. Sauna gab's da, hey. Nee, was hast du im Gym gemacht? Was war so deine Session? Da 15 Minuten Fahrrad. 40 Minuten? 15. Ah, 15, okay, ja. Dann habe ich halt Oberkörper. Was hast du angeguckt? Andere Oberkörper. Ja, hab ich halt rumgeguckt. Ja, aber was hast du so Oberkörper gemacht? Weil da gibt es ja so ein paar Aufgaben, ne? Ja, genau, also. Ja, das so Übung. Ist nicht wieder Zeit. Wir haben so Geräte und da steht immer, was man da trainiert. Und dann stand da halt überall so Oberkörper. Und was hast du, ja, was für eine Bewegung hast du getan? Ja, hoch, runter. Okay. Digga, Junge, deutsche Sascha Huber einfach. Ja, also Leute, ihr macht ja jetzt hier mit Oberkörper, macht hier hoch, runter und dann kriegt ihr Muskeln. 4 Millionen Views. Digga. Digga. Nee, aber sag mal grob, was hast du so gemacht? Digga, diese Übung halt. Ja, yeah, aber du hast die gestern gemacht, du wirst dich wohl noch daran erinnern, was für eine Bewegung. Hab ich die gemacht. Hast du Bankdrücken gemacht? Nein, das ist die. Nein, ich war in der Schule. diese Maschinen da. Mann, Digga, es gibt für jeden Bereich des Körpers gibt es eine Maschine. Du kannst nicht sagen. Was für Rückenmaschine, Junge? Digga. Mann, Digga. Sorry, dass ich diese Muskelnamen da nicht kenne. Ja, aber beschreib's. Du mit deinen Armen hast. Beschreib's lagst einfach. Du, standest du da dran, hast du deine Arme oben gehabt, unten. Ich saß oft. Ja. Auf der Bank einfach hast Pause gemacht. Also, pass auf, hast du sowas, was gibt's für Oberkörper? Es gibt so Butterfly, da musst du so von hinten die Dinger so nach vorne drücken zusammen. Ja, das habe ich nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Digga, hä? Okay, dann lass uns lieber andersrum machen. Wenn du nicht sagen willst, was du gemacht hast, was hast du nicht gemacht? Hat was auf dem Laufband. Bruder, was ist auch mit deinem Movement, Digga? Du fällst zum 9. Mal hier runter, Junge. Das ist für so 3-Jährige. Ich muss hier gerade mit zwei Sachen handeln. Erstens das Gameplay, zweitens diese Schüsse, die ich hier die ganze Zeit vor euch bekomme. Und zum Zweiten diese Opfer in diesem Talk, mit denen ich jetzt reden muss. Ich muss die alle handeln, Alter. Ich hasse diese Schwänze im Call hier. Die fucken so ab. Hier müssen wir was runter machen. Aber ich weiß nicht wo. Thank you. Ich hätte eher gedacht, wir müssen einfach das Seil da oben durchschneiden irgendwie. Oh ja, ja, ich mach die Fackel an, ja, das ist ein guter Call. Aber ich schieß an einfach. Nee, die Fackel kann ich nicht anmachen. Schieß an. Ah doch, hier. Geht's jetzt auf? Schieß das Seil mit der Pistole an. Ich hab leider keine Munition mehr gehabt. Nee. Ja, du musst auch schon treffen. Hat er. Hab keine Muni mehr. Schade. Es kann sein, dass wir noch so eine Laterne finden müssen, Männer. Schaut mal, ob ihr eine aber findet irgendwo. Aber die sind jetzt ja alle eigentlich angegangen. Eigentlich schon, ne? Oder ob man irgendwo... Vielleicht können wir das Ding jetzt benutzen für da hinten? Nee, ne? Aber Bro, es wirkt schon ein bisschen so, doch. Passiert da hinten bei dir was, Hugo?
Hey, wo seid ihr hin? Ihr seid weg. Was ist hier? Oh mein Gott, Digga, er hat Angst ohne uns. Ey, Jungs, Jungs. Oh mein Gott. Ja, okay, nee, ist mir egal, wo ihr seid. Sag nicht. Okay, Chat meinte, wir haben eine Laterne verpasst. Schaut mal, ob ihr die findet. Wer zuerst findet, bekommt von mir eine dicke Umarmung. Oh mein Gott. Okay, ich will nicht. Was muss man finden? Die Fackel? Ihr Wichser. Nee, die Laterne, Bro. Ja, ist ja das gleiche, oder nicht? Aber brauche ich diese Seelenscheiße? Ja, aber ich kann das ja dann machen. Okay, ne, ich will es aber machen. Okay, sorry dann. Was muss man machen? Eine Fackel? Laterne? Mhm. Okay. Und wir haben eine einfach übersehen, oder was? Anscheinend, ja. Kann nicht sein. Voila doch. Voila, wirklich? Wallahi. Wallahi. Hier ist eine Kerze. Nein, weil das macht gar keinen Sinn, dann wären wir gar nicht weitergekommen. Ja, aber also, I don't know. Naja, wir kommen ja auch gerade nicht weiter, oder? Ich glaube hier, ich hab sie. Ja. Nein, ich hab die jetzt gefunden. Okay, dann kriegst du von mir jetzt die Umarmung. Umarm mich. Jetzt. Okay. Komm her. Kuss auch. Wow. Digga, was schlabberst du mich ab, Junge? Digga, er macht so ein Schlabbergeräusch, Digga. Oh, merkt euch meine Worte! Ja? Würdest du sagen, du bist ein guter Küsser? Ja, safe. Ja? Machst du so mit Zunge und so? Ich hatte meine Freundin, die meinte, ich würde gut küssen. Okay. Der Bär meinst du jetzt, oder? Wie ist ja jetzt meine Freundin? Aber du wolltest sie auch beweisen, du hast gesagt, okay, ich küsse dich so lange, bis du sagst, ich küsse gut, oder? Okay. Und nein. Ich habe gedacht, ich habe keine Lust mehr, Ich glaube, es fehlt noch was, Leute, oder? Weil, also schau mal, das geht ja noch nicht runter jetzt. Oder müssen wir jetzt irgendwas machen? Ja, wir hätten vielleicht die Scheiße da lesen müssen. Oh, oh, hier fallen so Bootsatzen, schau mal. Ah! Wir müssen aber nur warten. Ich spring drauf. Na, geht nicht. Digga, jetzt musst du wieder 10 Minuten umwegen laufen, Alter. Viel Spaß. Wenigstens habe ich was geleistet. Wow. Du hast nichts für Artikel 13 geleistet! Genauso wie die... Warte, was Space Frogs! Die Space Frogs, genau! Genauso wie die Space Frogs! Und am 23. Bunker. November! Bundesrichtig abgeht! Digga! Ja. Bester Clip! Du hast nichts für Artikel 13 geleistet! Ist auch so geil, sagt so, du hast nichts geleistet für Artikel. Oh shit! Alter, oh Schatz! God. Big Money! Alter, Sabaton! Junge, holy shit, Stegis Konto! Jawoll! Stegis Madeira, Konto nach drei Monaten! Ey, macht euch die Taschen voll, Männer! Ey, lass das machen, ey, das ist krass! Ja, können wir hier irgendwas mitnehmen oder wie ist jetzt? Also, das Krassere ist doch unsere Freundschaft, oder nicht? Nein, ich bin hier fürs Gold, what the fuck? Okay. Gold over bitches. Aber ich bin ja keine Bitch. Du verhältst dich ja doch wie eine. Ich glaube, wir müssen mit Roger reden. Ja, warte mal, hier ist so ein Ding. Karte. Ne. Ah, warte, ich glaube, ich weiß wie. Vielleicht müssen wir einfach hier weiter jetzt? Ich glaube, wir müssen einfach hier weiter, Männer. Ja, wir müssen einfach hier weiter. Feels bad, man kann nichts mitnehmen. Doch, weil das ist in unseren Herzen. Ah, okay. Wir nehmen vielleicht kein Gold mit, aber wir nehmen dafür den Moment mit. Denkt mal drüber nach. Nee, halt's mal. Hey! Ey, wollen wir uns, wenn wir die Mission geschafft haben, alle ein Tattoo machen, dass wir uns immer daran erinnern? Ja!
Ey, pass mal auf. Okay, ich mach meinen dazu bei Hugo drauf. Okay, ich mein's auch hoch. Wir machen ein Partner-Tattoo, aber alle drei Tattoos sind auf Hugo. hier ist eine Falle, ne? Guck mal. Eine kleine Frage, in welche Richtung seid ihr gelaufen? Digga, ist was passiert? Oh! Du bist so smart, Digga! Easy. Hier hoch. Jetzt ist die Brücke da. Mann, Junge, dieses Kotzenfakt so böse, ne? Sorry. Das ist mein Fehler. Sorry, ich versuche mich zu benehmen. Aus geht's. Digga, kann der Opa mal schneller reden? Schreitet fort, gut möglich, dass ihr nicht zurückkehren werdet. Tote sprechen. Oi, Jumprun! Ich schiebe euch rüber. Digga, auf einmal alte vier, Junge. Jo, Stig, wir würden ohne dich weitermachen. Ja, Digga, das ist Jumprun hier. Schaff ich das ohne, schaff ich das so von selbst, weißt du das? Ja, ich glaub schon. Schau mal. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, doch. Ah, ich muss das Ding... Ich kann es nicht mehr bewegen, Bro. Ah, jetzt. Boah, wer auch immer diese scharfe Aioli gemacht hat, die man fertig im Supermarkt kaufen kann. Ich hoffe, der ist Millionär. Das ist ja so geil. Was ist Aioli? Aioli. So ein Aufstrich-Dip-mäßiges. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Muss man das mit Movement hier machen? Ja. Ah, hab's verkackt. Kannst du, Stiggy? Zeig du. Ja, na klar. Oha! Oh! Oh mein Gott. Ich hätte gedacht, ich kann direkt rüber. Team peinlich. Oh. Team Opfer. Warum ist er hier unten so langsam? Ja, wegen dem Slowgas hier. Der ist fuckt so das Slowgas. Lass mal was singen. Joho! Lass mal doch nichts singen. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ach, guck mal, da ist wieder so eine Brücke da drüber. Wir müssen so ein Ding da abschneiden. The sharpest tool in the shed. I give up forever to touch you. Cause I know that you feel me some. Alter! Das war sick. Hä, hey, über kurz, war richtig scheiße deswegen. Das war so hier kacke. Noch mal. Die Klippe runterspringen, ja! Ja, sterben! Yeah! Ich lebe noch irgendwie, das ist so spaßig. Das ist jetzt richtig scheiße, weil wir jetzt hier unten sind, oder nicht? Ja. Dann mussten wir hier hin überhaupt? Ich hoffe. Ich glaub nicht. Oh mein Gott. Doch, hier geht's hoch, Männer. Ich glaub nicht, Alter. Ich hab mir jetzt erstmal gerade kurz hier so eine Kokosnuss reingeschoben. Boah, Junge, ich hab Stegis fetten Arsch in meiner Cam. Digga, ist das kacke. Okay. Danke, Mann. So, hier hoch, Männer, glaube ich, oder? Oh, ja, hier können wir wieder so Dinge anmachen. Feuer. Oh, gruselige Musik, Leute. Ja, sie ist zu gruselig ein bisschen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Warte mal, wahrscheinlich ist hier noch eine Laterne. I give up forever to touch you. To touch you. Because I know that you feel me so. Ah, ne, hier können wir her, Männer. Hier können wir her. Ich will nochmal rutschen. Oh, wir kommen hier echt her, ne? Ich kann nochmal rutschen. Juhu! Ja, bist du einfach hochgelaufen? Ja. Irgendwie merkt man daran, dass du echt viel Schmerzen hast, wenn du so Juhu sagst. Man merkt irgendwie daran, dass es nicht ehrlich ist. Ey, no joke, lass mal einfach offstream irgendwann mal zu dritt in so ein Spaßbad gehen, für das wir so ein Stück zu alt sind. Und dann gehen wir einfach den ganzen Tag noch rutschen. Gibt es sowas hier in Köln? Mit vielen Kids, die euch beide erkennen. Ja, scheiß auf die, dann gehen wir mit Maske. Wir kriegen aufs Maul. Wir kriegen aufs Maul von den Kindern, oder was? Hugo, was für Erlebnisse hast du in den Schwimmbädern gemacht? Was ist Aqualand? Kennst du das?
Du bist doch hier aufgewachsen, ja, oder? Nee, bin ich ja nicht. Nee. Ich dachte. Ist das geil, Chat? Oh, ich glaube, ich kenne das sogar. Aber ist nicht so ja? Krass, glaube ich. Digga, guck mal hoch zum Himmel! Fortnite-Loch! Digga, Fortnite-Loch! Ja. Lass auf Thumbnail machen, aber grün färben. Digga. Wie wär's? Fortnite-Loch, wär übertrieben ein smarter Thumbnail. Europa-Bad ist geil. Ey, wollt ihr diesen krassen Jump sehen? Schaut mal. Wie fandet ihr? Überkrass. Okay, wir sind in Sailor's Grave. Was heißt das übersetzt, Hugo? Mein Grab. Hallo. Wir wollten einen mega Geburtstag und dein Stream ist der krönende Abschluss. Danke dir, Pepe. Ey, Bruder, alles Gute, Mann. Kuss, Kuss. Alles Gute zum Geburtstag. Halt deinen Maul, ich hab Kopf. Hugo, wo, das letzte Mal, als du im Schwimmbad warst, wo warst du da? Sag ich jetzt nicht. Nee, nee, aber wo im Schwimmbadsbereich? Ach so, Rutsche. Hä? Echt? Was? Ja? Ich werde Hugo taucht immer so im Kinderbecken mit so einer Taucherbrille. Kinderbecken. Hä, ich dachte, oh nein, hast du ins Kinderbecken gepisst, Hugo? Nein, aber das war auch richtig das Scheißbecken, weil da war es gar nicht warm, also hat da gar keiner reingepisst. Bye-bye! Und deswegen wird es. Digga, die normalsten, ey. Nee, ich glaub, du hast mir gesagt, dass du beim Schwimmbereich bist, so. Bei den Rentnern, dass sich niemand erkennt. Ach so, ja, ja. Also da waren, also die Uhrzeit waren da nur Rentner drin. Es war ein Kind im Kinderbecken. Und dann bist du schon mit Taucherbrille erstmal den Rentnern halt zu. Auch so, noch. Du bist so ein Stück zu nah an den Rentnern vorbeigeschwommen mit so Taucherbrille. Nee, aber Digga, Tauchen ist so geil. Du kannst ja unter Wasser sehen einfach. Ich liebe Tauchen. Boah, ist das geil im oh, Maden! Ja. Was? Nee, ja, du hast gelogen. Hier ist kein Schatz. Blöd, Mann. Ja, war Joke. Aber hier, guck mal, hier ist diese Geldwährung von Avatar, der Herr der Elemente. Gold? Nein, diese Münze mit Quadrat drin. Das benutzen sie im Erdkönigreich. Okay, dann nimmst du doch mit, dann kannst du dann, wenn jetzt ein anderes Spiel spielen, hast du schon mal ein gutes Startkapital. Mann, Digga, ja, sorry. Ey, was denn? Hugo, willst du unterschreiben? In den Momenten, in denen man taucht, sind die einzigen Momente, in denen man keine Stimmen hört. Ja, Digga, ich schwöre, das ist so geil. Was? Ich versuche so lange es geht, unter Wasser zu sein. Bis ich sterbe und ohnmächtig werde. Bro, Jungs. Aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Yo. Nein, in der Zeit, in der man taucht, for real, da ist alles so ruhig. Und ey, warte mal, wie seid ihr da reingekommen? Nee, ne? Nee, hier müsst ihr lang, glaube ich. Oder? Ja, ich check, das ist so ein bisschen wie so, wenn man AirPods drin hat, auf Dings, Ja, voll. Wie heißt es auf Mute? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Nur noch krasser. Noise Cancelling, aber halt Noise nur mit dem Unterschied, dass du halt ein Arm bist und nur ins Schwimmbad gehst und keine AirPods hast. Nicht jeder kann da relate. Was in meinem Maul. Müssen wir hier lang oder nicht? Der meinte gerade, dass wir einen Weg zu ihm abfinden sollen. Digga, Ruhe, bitte hör auf zu kotzen, Mann. Da oben! Den Wichser! Ja. Zu dem müssen wir hoch, der da eingesperrt ist. I'd give up forever to touch you. Well, it's a start, sure enough. Geht's hier hoch? Nee, ne? Ich geh mal hier rüber, ich guck mal, was da drüben ist, Stiegen. Aber guck mal, hier geht's auf jeden Fall lang. Naja, ich hab auch. Das ist ein krasser Umweg eigentlich, ne? Boah, live. Ah, ja, doch. Ich glaub, dein Weg wird richtig. Ich glaube, wir müssen hier unten rein, würde ich sagen. Und dann hier rein schwimmen oder so? Ich weiß nicht, ob wir oben drauf müssen oder ob wir runter rein müssen. Lass mal rein. Wir sind hier hochgekommen. Gelaufen. So ein Weg hoch.
Wie duckt man sich? Steuerung, oder? Nee. Ich glaube, wir müssen es hoch machen. Ah, hier, Bro. Hier, hier. Okay. Ah, okay. Ich gehe da oben gerade. Passiert bei dir was? Okay. Ich schätze, ich habe mich einfach mit drauf gesetzt hier. Wie? Willst du neben mir? Also, ah, ja, okay. Ja. Hier? Hier, hier, Flaschenschub. Ein Schlüssel wird hier benötigt. Digga, Hugo ist einfach durchgelaufen. Ja, weil du hast wahrscheinlich hochgemacht, oder? Nein. Wie bist du durchgelaufen? Ich muss erst das Rätsel lösen. Hä? Wo haben wir hier für einen Schlüssel irgendwo? Nee, ne? Hier müssen wir irgendwie lang. Ey, wir sind im Kreis gelaufen, Männer. Wir sind im Kreis gelaufen. Ihr werdet es hoch müssen wieder. Ah, okay. Dass ich bei schlafen gehe. Habt noch einen schönen Abend, Kevin und Chad Bebel. Groß. Ey, Hugo, komm mal auch mit drauf hier. Ja. Lift? Jo. Das ist ein bisschen langsam, der Lift. Ja, hol doch. Was mach ich jetzt auch grad? Oh nein. Ah, Jump Run! Ja, hab ich auch überlegt, müssen wir hier hoch? Ja. Oh. Digga, du hast es schon ohne uns gemacht! Ja, ich wollte es nicht, ich bin runtergefallen dabei. Oder? Das war, glaube ich, nicht richtig. Oder? Hast du ihn? Ich glaub nicht. Oh mein Gott. Doch, hier ist er, hier ist er. Schlüssel zum Aufschließen, wir brauchen noch einen Schlüssel, Männer. Oben oder unten jetzt? Er ist unten, aber wir brauchen den Schlüssel noch. Okay, wir brauchen noch einen Schlüssel. Ich glaube, wir müssen einen Schlüssel und dann müssen wir da oben erst rein ins Boot und dann müssen wir nochmal hierher. Warum kann der reden? Digga, warum kannst du reden, fragen wir uns eigentlich. Digga, du kotzt in 40 Minuten. Ist halt wichtig so. Hugo, würdest du Sloppy Toppy von dem Skelettkopf enjoyen? Was? Nix. Sloppy Toppy? Mhm. Ja. Ist ein Landing-Spot bei Fortnite. Digga. Sollen wir Sloppy Toppy? Sollen wir Sloppy Toppy droppen? Was ist Sloppy Toppy? Eier lecken. Ja, quasi ja. Eier lecken. Ja, warum nicht? Ey, warte mal, hier ist was Goldenes. Ein Schatz. Was ist eine Taverne? Schlüssel, wir brauchen, ah ja, stehe hier recht, wir brauchen hier oben auch noch einen Schlüssel. Ja, also ja. Es gibt hier oben auch noch einen Schlüssel zu so einer, zu so einem Raum. Okay, wir müssen anscheinend wirklich zu einer Taverne. Das habe ich jetzt mehrmals gelesen. Wir hätten dem Typen zuhören müssen, der das gesagt, irgendwie, das ist seine Crew oder sowas. Ich glaube, siehst du meinen Namen? Ich glaube, ich bin in der Taverne, denke ich. Also hier ist auch so halber Film wieder. Hier gerade was geleuchtet, ich weiß nicht, was das war. Okay, soll ich zu dir kommen? Ja, komm mal zu mir. Okay. Weil ich wüsste nicht. Guck mal nochmal, was hier ist auf dem Boot. Ich glaube, auf dem waren wir noch nicht. Yo Kevin, danke für deine Streams aktuell. Mir ist am letzten Samstag etwas sehr Schlimmes passiert und du lenkst mega gut ab. Kuss, danke. Ey, viel Liebe, Mann. Viel Liebe. Oh, ich checke. Dickes Papa in Chat. Kuss. Yo. Was geht dir ab? Was checkst du? Hab ich. Nee, guck mal, hier leuchtet irgendwas. Siehst du das? Da oben. Oh, ja. Vielleicht müssen wir einmal außen rum hoch und dann oben drauf springen. Ah, nein. Hier hinten. Komm mal her. Ja, ich mach runter. Ich mach runter, du holst. Wie seid ihr hingekommen? Ja, ich hab ihn. Käfigschlüssel. Oh, let's go! Big! Okay. Wir haben ihn. Jawoll! Okay, jetzt schießen wir die Kollegen auf. Dann haben wir, glaube ich, die Kampagne. Bei Hades brennenden Bart, du hast den Schlüssel. Ey, wollen wir ihn einfach hier eingesperrt lassen und gehen? Ja. Ey, versteh mich nicht falsch. Könnten wir nicht einfach aus dem Kopf einfach aus dem Ding rausnehmen? Also guck mal, das Loch ist groß genug. Das macht überhaupt keinen Sinn, Bro. What the fuck? Bro!
rusted after all this. Ja, dann geh auch raus, du Wichser. Wow! Hier, Bruder, ist erstmal eine Kokosnuss. Danke. Warte, ich muss halten. Komm, iss aus meiner Hand. Okay, also du hast nichts mehr, ne? Hier, nimm. Okay. So, wo soll ich den Wichser hinbringen? Unser Seemannslogbuch. Steck dir mal in meinen Arsch. Huch. Der labert hier halt weiter in meiner Hand. Jahrelang habe ich mich gefragt, was mit meiner Stadt und meinem Schatz geschehen ist. Wir haben noch eine weite Reise vor uns. Und ich muss erst wieder auf die Beine kommen. Also willst du laufen. Digga, er hat nicht mehr Beine. Reden. Fangen wir doch beim alten Leuchtturm an. Okay, zum Leuchtturm, Männer. Da, hier. Hier hin. Okay. Digga, er muss erstmal wieder auf die Beine kommen. Er hat einfach keine. Ey, mal sagen wir den Sub, Bro. Kuss. Warte, ich glaube, wir müssen diesen Trick da machen, oder? I know you can hear me. Ja, ich glaube, wir können das skippen, das Rätsel, indem wir einfach das hier machen, warte. Bitte? Ja, aber ich auch. Aber ich hab den Wichser ja in der Hand. Ach so. Oh, hier, die machen. Ich habe hier so drei Geister bestellt, die machen gerade. Digga, Speedrun Fiver. Einfach, wir waren schon da, bevor Fiver. Die Brücke da war. Fiverr. Ja, dann komm mal mit hoch, Kurt. Digga, hier war Rapunzel. Warum Rapunzel? Ja, ich war ja auch in so einem hohen Turm. Okay, stimmt. Ja, ist doch so. Meint ihr, man könnte wirklich am Hahn hochklettern? Ja. Ja, ich glaub schon. Tut halt nur weh, das. Außer es hat Perücke. Obwohl, wenn man das so an der Hand festhält und dann checkt ihr? Ich check voll, wo du herkommst, ja. Ich mach jetzt alles kaputt, mir egal. Kann ich den Kopf da reinsetzen? Ja, ich glaub schon. Er labert halt. Oh, was hier, Spiegel? Ja, so, ich glaub, wir können ihn da verbrennen, hoffe ich, oder so. Das sieht mir aus, als müssten wir es anzünden, irgendwie. Digga, wir haben ihn jetzt befreit, um ihn jetzt zu verbrennen, imagine. Ich hab ihn! Er ist weg? Oh krass. Er hat ihn jetzt. Ah, kann ich ihn wegschmeißen? Mann, Junge. Du kannst ihn nicht wegschmeißen. Hier ist dein Körper! Yo! Yo! Die erste Sache, die Hugo sinnvoll dazu beigetragen hat, dass wir diese Quest schaffen. Alter. Poggers. Let's see if we can't find some clue as to set this place ablaze once more. Kennst du Brooke? See if you can't light the brazier. Nee. Brooke, deine Eier. Kennst du Lutschma? Of course, like the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Er wartet jetzt auf irgendwas, glaube ich. Scheiße, keiner von uns hat gelesen, oder? Nee. Scheiße, Digga. In meinem Zimmer liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen, doch ich... Boah, Digga, geiler Arsch. Von mir? Nee, von Kevin. Laterne heben! Oh! Pass auf! Lass mich machen! Ja, okay. Ja, mit der Schaufel ein bisschen, warte, Hugo, stimmt. Ich zu da, nicht zu dann. Du nix! Du nix, Gönner! Ey, so richtiger Nichtsgönner, der Wichser, ne? Digga, Nichtsgönner, du! Aua! Au! Ah, aua! Stürz hinunter! Oh, ding, 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 ding. Das waren diese Geräusche, die diese Schwerter sich treffen. ey, wenn wir beide in einem Kampf gegeneinander mit Schwertern, ja? Digga, einfach Batman. Wenn wir Digga, mit. Fechten! Wenn wir beide. Ja, lass mal ein Real-Life fechten gegeneinander. Wer würde gewinnen? Lass mal real! Okay.
Ich sag, Hugo würde sterben. Nein, for real? Ich im Fechten, ich fick dich. Glaubst du? Was fick ich dich ohne Fechten? Okay. Wie oft hast du schon gefechtet? Ich wollte dir nur mal kurz fragen, weil ich kenne dich ja als Freund schon vor lange und so. Ich habe jetzt noch nie mitbekommen, dass du besonders gut in Fechten bist. Bro, ich bin gut mit Schwertern. Bruder, ich habe das Gefühl, du säbelst dir, bevor es losgeht, den Arm ab, Digga. Digga, Fechten, die sind nicht scharf. Da musst du nur den Gegner einmal berühren. Du würdest es trotzdem irgendwie hinbekommen. Du hättest dich fast ermordet, während du eine Ravioli-Dose aufgemacht hast. Ping, 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 ding, ding, ding. Ping, ping, ding, 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 bang, ping, ping, ping. Ah! Oh, nein. Das war dramatischer, als es war. Stinke, kurze Frage. Du drehst jetzt irgendwie zum dritten Mal eine Runde hier. Was genau, nein, was genau machst du? Schau dich um. Ich glaube, ich check. Du musst in das Fortnite-Loch rein. Nein. Chill. Bitte lass mich jetzt kochen, okay? Okay. Wartet. Das musst du jetzt hoch machen, du Vollidiot. Du musst diese Lampen da anmachen. Ja, genau die. Richtig. Und jetzt, Achtung. Digga, du machst das so langsam. Holy shit. Nein, ich muss hier einzeln nach machen. Unten. Oh. Junge, zu weit rechts, wie lame. Oh mein Gott. Digga, bist du scheiße? Ist das warum? Arsch. Hä? Ist das desync bei mir oder bei euch? Nee, jetzt ist. Guck mal, ich zeig dir, wie schnell ich das mache. Watch das. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Wir machen gleichzeitig, Digga. Er macht hoch, runter. Oh ja! Das ist geil. Dann mach ich hoch, runter, du machst rechts, links. Ja, genau. Stopp! Ey, darf ich auch mithelfen? Nö. Nein, du geh einfach aus dem Strahl raus und nervst einfach nur. Ich glaube, wir haben alle. Ich will trotzdem weiterfahren. Einfach irgendwie weg von Hugo. Ich will auch fahren. Jungs, da hinten kommt ein Boot. Digga, lass snipen. Ich hab keine Munition. Ich auch nicht, wir alle nicht, ne? Those hooded fellers are what you might call in charge around here. Man, I give up forever to touch you. And I don't let you feel me somehow. You're the closest to heaven. Meine, wir werden uns in 10 Jahren noch an diesen Moment erinnern. Ich glaube nicht. Auch. Digga, warte mal! Ich fick dir jetzt! Tschüss, Jungs! Das ist ein bisschen unangenehm, Digga, sag ich ehrlich. Nee, das ist echt. Digga, wohin, Junge? Alter, pass auf. Oh, wir haben es geschafft, glaube ich. Wir haben es, jawohl! Ey, sollen wir ihn mitnehmen? Ey, wir haben Belohnungen erhalten. Ja, ich glaube auch, wir sollen ihn mitnehmen, oder? Oh, er hat einen Schlüssel! Ja. Wenn wir seinen Kopf wieder abreißen, du willst. Ja, ich glaube schon. Ja, oh mein Gott, Digga. Bruder, hast du diesen Gut gesehen? Digga, auf einmal liegt der Wichser wieder da. Ey, wir müssen jetzt zu dieser, da wo dieses eine Ding da so zu war, weißt du? Kannst du dich dran erinnern? Da drüben. Also ich glaube, ich dachte, wir sollen ihn zum Schiff mit dem roten Segel. Ja, da hinten, das ist da hinten. Das ist da, wo das, was ich gerade meinte. Ah, okay. Okay, ich bin da. I give up. Hä, wie bist du so schnell runtergekommen? Skill. For real? Gib mal nochmal einen Hint, wo in etwa hin. Hier, Bro, bei mir? Ja, ich seh. I give up. Oh mein Gott, der Roleplay, Digga. Hugo, Digga. Hugo ist erst mal mit dem Kopf zwischen Beinen. Hugo suffocated gerade zwischen richtig dicken Thighs einfach. Hugo beglückt eine Frau gerade. Nee, ich wurde einmal so gepresst, das war so geil. Was wurdest du einmal? Gepresst? Wurdest du einmal gepresst? Digga, wer nennt Schenkel oder wer was? Wer nennt das gepresst, Dog? Bock, Hugo, Digga. Hast du schon mal. Cat. Hugo, kennst du Face-Sitting? Ja, dass man sich auf das Gesicht setzt. Mhm. Ja, das ist scheiße, weil dann bricht mir die Nase, aber sonst. Riechst du dir denn in die Nase, oder was? Ja, das passiert voll oft. Digga, what the fuck? Das passiert voll oft, ey. Ja, fress doch jetzt Tür auf.
Digga, wir hätten einfach nur diese Lampe ziehen müssen. Das hätten wir auch ohne ihn machen können. Oh mein Gott. What the fuck? Warum ist der nackt eigentlich? Digga, ist ein Skelett, Bro. What the fuck? Ja und? Kann man trotzdem was anziehen. Lass ihn doch. Okay, okay. Wie viele Skelette kennst du, die was anhaben, Hugo? Viele. Okay, okay, warum? Das ist ein bisschen komisch. Abgesehen deiner... Oh ne, das sag ich nicht, Digga. Oh mein Gott. Was? Oh mein was? Gott. Nein, das kann ich nicht. Chef WhatsApp. Ich hab das Gefühl, das war ein richtig, richtig ehrenloser Gag jetzt. Digga, du dummer Nuttensohn. Oh mein Gott, Digga. Schreib mal auf bei WhatsApp. Ich okay. Schick's dir weiter. Aber er muss halt vorgehen, also... Ja, genau sowas dachte ich. Oh mein Gott, ist das ehrenlos. Ey, wir brauchen den Kopf, wir brauchen den Kopf, Männer. Hier aber nein, den Cock reinmachen. Oh, wir haben den Kopf nicht mitgenommen. Doch, Hugo hat den. Hugo, hast du Kopf? Ja, dann haben wir ein kleines Problem jetzt. Warum? Was hast du mit Kopf gemacht? Hast du eingesteckt? Warte, ich kann den... Oh mein Gott, warte. Oh, was machst du da hinten? Oh nein. Oh, du hast ihn, du hast ihn. Warte, ich muss hier irgendwie rauskommen. Yes. Oh mein Gott. Nice, oh, Big Skiller, Bro. Alter, und wieder rein. Digga, wo gehst du hin? Was, Junge, er denkt Bunnyhop. Hä, bist du dumm? Digga, er denkt CSGO. Er ist dieser Bruder, eine Ziege. Hier ist einfach eine gottverdammte Leiter, Junge, was ist mit dir? Ja, boah, kennst du dieses Ziegenvideo, welches so die Ziege, die so befreit wird, dann wieder in so eine Schlucht reinfällt oder so? Das war Hugo gerade. Was ist Digga, keiner kennt das Video. Keiner kennt das Video, Stiggy, what the fuck, Bro? Fuck, das kennt nur Boomer, Alter. Hab mal die Fresse. Ist so. Ich hab vorhin Trimax-Video geschaut und da war, Basebo, der auch gesagt hat, ey, kennt ihr dieses Video, das ist super viral gegangen. Ich finde, jeder, der sagt, ein Video ist viral gegangen, ist überall, oder? Ja. Naja. Ey. Oh my fucking god. Ja, ja, klar, Stiggy. Komm, komm. Musst du nicht heute noch zum Bingo oder so? Warum hat der eigentlich mehrere Körper? Nein, wir stecken einfach auf den Körper drauf. Ja. Ja. Weil nur der Kopf ist entscheidend. Er kann jeder Körper sein, den er sein möchte, weißt du? Oder? Denkt ihr, wir sind eine Seele? Wir sind alle nicht. Du bist eine verfickte, keine Ahnung, irgendwie Roboter, der zu uns gesandt wurde. Nein, du nicht. Digga, okay, okay. Wir testen mal einen Gegentest. Hugo, denkst du, du bist eine Seele? Ja. Das hätte eine Roboter auch gesagt. Du bist ein Dixer, ganz ehrlich. Okay, okay, wir müssen den Schlüssel mitnehmen und uns dann verpissen oder so. Ich hab das jetzt mal kurz zusammengefasst. Ja, lass uns eh wieder den Kopf mitnehmen. Immer den Kopf mitnehmen. Kajütenschlüssel. Jetzt müssen wir wieder oben bei unten bei ihm ins Boot rein. Ja. Chuchi Hurensohn. Was hast du gesagt? Kajuchi Hurensohn. Was heißt das? Das ist ein Mod. Der heißt immer anders, weil der so ein Scheißname hat, egal. Kajuchi Hurensohn. Ey, warte mal, Hugo kotzt nicht mehr, true? Oh mein Gott! Digga, du wurdest geheilt! Nein, bei mir nicht mehr! Oh mein Gott! Bei mir ist die Kotze weg! Oh mein Gott, endlich! Oh mein Gott, er kotzt nicht mehr! Was gedacht? Küss mich! Und jetzt auf die Brüderschaft! Oh mein Gott! Warte! Auf die! Warte, ich kann den Schlüssel nicht weglegen. Ey, das ist jetzt awkward, ich kann den Schlüssel nicht weglegen, Bro, weil wir müssen erstmal die Tür aufmachen, Digga, sorry. Oh mein Gott. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber. Ey, Stiege, wo ist denn die, wo müssen wir hin? Hier drüben. Und dann wieder durchs Wasser X unten. Drücken. Ah, jetzt! Auf die... Brüderschaft! Digga. I give up forever to touch you. Warte mal, ist der Schlüssel jetzt da rum? Oh, ja. Oh nein. Oh nein. Oh, Digga, ich bin ultra suff. Ich bin ultra full gerade. Ja, Digga, ich wollte eh nicht überleben. Okay. Oh, Digga, Hugo. Was denn? Wo machst du? Mann. Oh mein Gott. Bruder. Oh, Mann. Hey, was ist los? Hugo, man, ohne Scheiß, die Zeit mit dir ist echt sauschön.
Deswegen genieße ich jede letzte Sekunde, die wir noch haben. I'd give up forever to touch you. Oh Herr Hugo, lass dich drücken. Ja, man hört es klopfen nicht, oder? Mach das. Ja, ja. Ey, würden wir uns gegenseitig auf unsere Hochzeiten einladen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Du Wichser. Aber nur weil Hugo dich heiratet, Digga. Also dieses No. Hey, warte mal, Stege, willst du mich auf deine Hochzeit einladen? Ja. Kevin, du auch? Ich hätte Angst, dass du irgendwie das Buffet leer frisst. Ich weiß nicht. Ja, und du weißt das. Ich hätte Angst, dass du einschläfst, weil du auch das wieder nicht durchziehst, irgendwie, weil du viel zu viel machst. Oh, shit! Ich hab Angst, dass du die Hochzeit nach 5 Tagen abbrichst. For real. Sollte jemand was dagegen haben, dann soll er jetzt etwas sagen oder für immer schweigen. Hugo meldet sich, der einzige Wichser, der irgendwas sagt. Naja, also, wegen Sucho nochmal. Also, da war ja mal was, ne? Und ich habe auch so ein Placement-Geld nicht bekommen, da habe ich mitgemacht von ihm. Oh Mann, ey. Ich würde sogar Hugo sollte so ein kleines, so ein Vortrag dann dafür und so eine Rede halten, finde ich sehr geil. Stegis Hochzeit ist noch immer im Sabaton. No. Ey Jungs, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ist der Nein. Das ist nicht der Falsche. Mann, Junge, ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass Hugo nicht einfach hier unten durchkrabbeln könnte. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, Bruder. Er könnte einfach durchkrabbeln. Schieb mich rein, Ich schieb dich rein. Schieb mich rein. Komm. Das ist der Schlüssel für die Xbox, Mann, Junge, Chat. Digga, guck dich den Schlüssel an. Digga, das ist der Schlüssel für die Xbox. Was, ich schau nur? Mann, Digga, das ist so. Digga, so dumm. Alter. Das rote Schiff, da waren wir doch aber gerade, oder? Oh nein, wir hätten da wieder hin müssen. Was sagst du? Tür hinter ihm. Die Tür hinter ihm. Also wo er war, oder was meinst ja, du? Ja, ja. Oh mein Gott, ey, wir sind so weit weggelaufen, deswegen. Ey, ich sag euch ehrlich, dieser Captain ist so ein Kack einfach. I know that should be... Ich würde aufhören, dieses Lied zu singen. Hält euch einen Ohrwurm wegen euch. Mein Gott, da hinten war die Tür. Ich raste aus. Digga, wir waren schon da? Digga, ist das ab. Bruder, warum sagt ihr nicht, hey, it's the door behind me oder so, du Vollidiot. Junge, wir schießen nicht so tot, wenn wir den Schuss haben. Der ist eh schon tot. Oh, bitte, das ist nicht das, was wir gerade brauchen. Jawohl, Schatz! Geld! Ain't no way! Oh mein Gott. Digga, wie weird. Guck mal, wir hätten einfach hier hinten andocken können, mit unserem Boot und von hier hinten reingehen können. Dann hätten wir einfach einen Schatz. Hä, ist so, Junge. Oh mein Gott. Hä, lass weggehen. Digga, es ist so enttäuschend. Und das ist wirklich nicht so geil in dem Spiel. Du bist jetzt hier und bei dem Gold bist du effed und du willst den ganzen Scheiß looten. Du kannst ja, looten. Aber warum können wir das nicht looten, Bro? So irgendwie zumindest so ein bisschen. Oh mein Gott, er fährt schon weg, der Wichser. Ey, aber warte mal. Müsste es jetzt hier nicht noch einen Schlüssel geben? Damit wir dieses andere Ding aufmachen können? Oder war es das jetzt, wenn wir gehen? Ich glaube, das war es, wenn wir gehen. Ey, Hugo, kannst du bitte nicht ohne uns wegfahren, Bro? Halt's mal. Tschüss. Ich hab den Schatz. Kevin, du weißt, Escape. Digga, du bist ja ja, Escape. Meine Crew. Ach so, ja. Let's Hugo. Und zack. Du weißt es. Nein! Nein! Ich bin schon wieder da! Komisch. Nein. Komisch, auf dem Boot ist gar keiner mehr auf einmal. Mega strange. Komm, Stegi, wir fahren. Ja, klar, wir fahren. Wir sind auf dem Meer. Das tut so weh. Ich kann nicht mehr. Nein, es geht wieder los. Ich hab keinen Bock mehr. Aber wir müssen hier fahren, ne? Okay. Digga, wo ist denn unser Boot? Du siehst so hässlich aus, Stegi. Digga. Danke, Mann. Kein Ding. Sorry, du hast aber auch einen komischen Körper, sag ich dir. Es ist so anstrengend, mit dem Boot zu fahren, sag ich Junge, das fuckt mich so krank ab. Ja, ja. Ey, ist das da rechts unser Boot? Links? Also rechts? Ja, da hinten. Dort, wo wahrscheinlich Hugo, der Name Hugo steht.
Tendenziell ist er gerade auf unserem Boot wahrscheinlich. Du hattest da eben einen Piraten im Bett mit einer Schatzkarte gefunden, hast aber einfach gekonnt ignoriert. Sollen wir nochmal zurückgehen, den holen? Ich weiß, wo der ist. Was könnte das? Oh, wer sind die? Hier sind so Geister und einer sieht aus wie der Tod. So ein Sensenmann. Du bist der What Tod, the fuck, true. Ich glaube, das ist nicht unser Boot. Nee, ich glaube auch. Ich sitze hier alleine. Aber da hinten ist eine kleine. Eine kleine was? Halt eine kleine. Okay. Ihr müsst da am Boot andocken. Ich glaube, hier gibt es eine richtig krasse Questreihe. Aber, das war's noch nicht mit dem Lied. Ey, Bruder, lass einfach schwimmen, Real Rap. Ich erkenne den. Aber wohin genau? Ich glaube, in dieses Boot hier. Aber warum ist Hugo nicht auf unserem Boot dann? Ich weiß nicht. Oh Mann, da hinten Hugo, ist das Okay, geht nicht. Nee, geht nicht. Hugo, hast du mal kurz die Fresse? Hugo, bist du bei uns auf dem Boot gerade? Ja, bin ich. Ja. Du musst andocken hinten. Ah, mit dem Boot. Okay. Ey, Schicki, fahr du mal bitte. Ich glaube, du kannst es besser. Klar. Ey, lass mal Hugo befreien. Dann müsst ihr doch wieder hergeteleportiert werden, oder? Also soll ich aber schon jetzt an dem Boot hier andocken? Ey, ich habe Hugo mal freigelassen. Mach mal auf. Ich habe keine Freunde, aber ich versäume es. Die Schule. Könnt ihr mich bitte mal rausholen, Digga? Ey, ich hab schon auf Ja gemacht. Stegi ist die einzige Komponente, die noch fehlt. Okay. Sag bitte. Nein, fick dich. Okay. Wow! Bitte. Sag ich, entschuldige bitte. Mich so sehr bei dir, Stegi, und bei dir, Kevin. Stegi, Kevin, du bist ein Hurensohn. Oh, nee, das nicht. Doch, finde ich legit. Oh, wir haben angedockt. Ab. Können wir auch mal bei dir andocken, Hugo? Digga, wir sind von hinten, von vorne. Mach. Von hinten, aber gleichzeitig. Dürfen wir gleichzeitig? Ja. Okay, lass kurz auf Hugo warten. Hey, danke, dass du mich freigelassen hast. Bitteschön. Hey, Digga, ich bin jetzt ganz da hinten, wo ich. Oh. Da musst du halt her schwimmen. Ey, schnell, ich glaube, das Boot fährt gleich los, Bro. Hugo kann sich dann um das andere Ding kümmern, was du noch machen wolltest. Nee, komm einfach her, Schatz. Aber theoretisch können wir das Ding holen, dann sperren wir ihn wieder ein, ist er wieder da. Oh, okay. Digga, ich hab Speedrun gemacht hier. Digga, du bist ja richtig schnell. Wie komm ich hoch? Ich glaube gar nicht, um ehrlich zu sein. Lass das Boot runter! Warte, ich guck. Ey, leise bitte, ich schau dir einen Film, ne? Ey, das geht nicht, Bruder. Doch, warte! Ey, Bro, ich habe schlechte Neuigkeiten und eine gute Neuigkeit. Welche wollt ihr zuerst hören? Schlechte. Hugo ist gefickt. Jetzt die gute. Im Ruderboot war noch Loot. Oh nein. Oh, danke schön. Digga, das ist ein Easter Egg. Was denn? Schau mal, guck mal, das ist das Boot, wo wir immer kommen, wenn wir sterben. Und das geht dann immer auf hier. Oh, ja, stimmt. Digga, cool, ist das ein krasses Osterei hier, aber... Digga, krankes Easter Egg. Digga. Super, Hugo, was ist nochmal Ostern passiert? Haben wir auch welche? Ja, fette Hase. Ja, nein, aber so jetzt so geschichtsmäßig. Wir wurden gerade Edamame und Gyozas gemacht. Das hatten wir gar nicht gelöst. Nee, wir wussten es ja auch beide nicht, ne? Also was ist nochmal in Ostern genau passiert? Digga, Auferstehung meinten die oder sowas. Des Hasens oder der Eier? Traum. Von Jesus. Achso. Ey, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Huhn. Ja, würde ich auch sagen. Nee, Ei. Nein, Huhn, oder, Bro? Ja, aber wie kommt das Huhn da hin? Naja, das ist halt irgendwie mutiert oder so. Digga, ich check das sowieso auch nicht. Digga, warum sind wir eigentlich hier? Warum leben wir? Also, weil du gerade ein Herz hast und das Herz fließt Blut durch deinen kompletten Körper fließen, durch deine Arterien und durch deine Venen. So ganz viel Liter Blut, weißt du? Also das ist saukrass. Und deine ganzen Organe werden durchblutet und so, weißt du, Hugo? Warum? Was passiert gerade? Nee. Fass dich das so ab, das zu hören, oder was? Ja, der kann das nicht hören. Der läuft ja so Blut durch deinen Körper nicht. Du Stück! In alle Körperteile eben. Halt. Genau, und es gibt so zum Beispiel das Herz, dann quasi zwei Blutkreisläufe. So einmal so einmal der zur Lunge und einmal der dann durchs komplette Herz. Digga, hast gerade gesagt, du Stück Teller.
War das gerade die Beleidigung? Er hat eine Weakness getrunken, Digga. Nee, aber fragt euch nicht auch, warum spielen wir gerade, also warum gucken wir gerade auf eine Bildschirm, warum das leben wir? Das frage ich mich auch, ja. Das frage ich mich wirklich, ja. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Du meinst so mäßig, so, was ist der Sinn des Lebens, warum existieren wir, wie ist das alles passiert, dass wir hier warum, sind und so? Warum gibt es das alles hier? Ja, naja. Was ist der Sinn, meinst du, oder nicht? Ja, aber wie, was genau meinst du mit, ja, also was ist der Sinn des Lebens so mäßig, warum existieren wir als Menschheit? Warum sind wir keine Anime-Girls oder so? Checkst du? Digga, was zum Fick jetzt? Was geht? Digga, weil Anime-Girls, Bruder, ich dachte, wir haben jetzt wirklich eine deep Conversation, haben. Bro, und jetzt kommst du mit Anime-Girls, ja, Digga, what the fuck? Ist deep. Das Einzige, was deep ist, ist dein Penis in deinem Stoffbären, Dog. Und selbst der ist nicht so deep drin, sorry, aber. Du wirst schon noch sehen. Dein Lachen wird dir vergehen. Oha, Digga, sorry. Digga, Kollege, mach mal Pause. Warum sitze ich hier gerade und höre mir die Scheiße an? Müssen wir was machen? Ey, wer ist eigentlich die Geile, die hier uns lenkt eigentlich? Wer ist denn das? Naja, eine Geile sehe ich jetzt hier nicht irgendwie. Guck mal, ein Spiegel. Die ist scheiße. Ey, doch, die ist doch ein Baddie. Wer? Wie findest du ihn hier? Bro, sie ist boah, Digga, er ist Playboy. Holy shit. Digga, er ist Chef Strobel. Alter, Digga. Junge, chill, meine Freundin guckt zu. What the fuck? Ja, hier ist Simon! Ja, hier hinten. Guck mal! nein, hier! Hä? Das sieht mehr aus. Hä? Was? Null? Hä, Digga, bist du dumm? Ja, Digga, der sieht Digga, doch Simon, viel Simon, mehr Simon, aus wie Simon. Simon hatte noch nie eine Augenklappe an. Bist du dumm? Digga, Olaf Scholz, what the fuck? Olaf Scholz schon. Alter, der Bundeskanzler, holy shit. Was hat er eigentlich gemacht? Ich hab die Story nicht ganz mitbekommen. Was hat er gemacht, dass er eine Augenklappe anhat? Oh, warte mal. Der ist beim Joggen oder beim Laufen hingefallen. Bro. Opfer, was für ein alter Sack, Digga. Beim Joggen hingefallen. Ja, Jungs, ich hab was erreicht. Wow! Alter, du hast das Ding gesprengt. Durch deine Mom. Ich hab deine Mom gesprengt. Digga. Ich muss futzen. Boah. Hey, sag, da rein, bitte! Du darfst rein. Mann, warte, da ist kein Platz, glaube ich. Lass mich rein, bitte. Wir müssen das Ding öffnen. Wie kriegen wir das auf? Ah, hier. Hier will ich rein. Hey, Ape away. Boah, hier unten ist es krass. Wo bist du unten? Yo, wie tief ist das Boot? Holy shit. Hier, guck mal, wer hier ist. What? Was? Das weiß ich echt nicht. Was? Kollabo. Info. Yo. DJ Sparrow. Digga, dem. Er ist hier. Dem wurde aufs Bett gekackt, Leute. Ja. Checkt ihr das? Checkt ihr das? Einfach so menschlicher Code. Digga, was? Was für ein menschlicher Code? Seine Frau hat ihm angeblich aufs Bett gekackt. Seine Ex-Frau. Ah, das ist der! Digga, ja. Ja, das ist. Das oh mein ist Gott, der. Das wusste ich gar nicht. What the fuck? Der ist ja richtig fett auf geworden. Digga, hier ist ein Hund! Hier ist ein Hund! Feini, ja. Digga, warum messert, wer von euch messert hier gerade? Digga! Junge, chill mal! Der hat Schlüssel im Maul. Wir brauchen die, glaube ich. Alles so, Schiffsgefängnisschlüssel. Wir können jetzt hier die ganzen Jungs entlassen. Lass mal den Typen da. Fang mit ihm an hier. Mit wem? Captain Jack Sparrow. Jones. Yo! Können wir ein Bild, Digga? However, as I've had no one put a recalcitrant Hand? Das ist schon krass, oder? Ja, Mann, das ist krass. I'm Captain Jack Sparrow. Wo ist Ruffy? So, since you came here to rescue me, Digga, wo ist Ruffy? Hier sind nicht alle Piraten irgendwie eingesperrt, Hugo. Then you must have ja, cool, my so. Journey to acquire this. Schau mich nicht so an. A golden key to other lands, an eternal freedom. Plundered from the lair of Artless Squid. Tell us, Darth Vader. Used to assist in the daring escape that led me to stand before you now. Shiny, isn't it? Digga, er läuft so verfickt langsam.
Aber der läuft for real. Er ist weg. Okay, jetzt lassen Sie die anderen noch aufmachen. Digga, da war das Geld alle. Microsoft konnte nur bis da bezahlen. Shit. You know, I haven't had so much as a crumb to eat. Ah, hier ist er wieder. Da war wieder Geld da. War ein schlechter Monat, da kam Windows 11 raus. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fella. Probably enjoys dried biscuits. Geh mal hier rein. Würde dir sein, der Kollege ist nüchtern? Alter, das ain't no, ja. Ain't no way. Alter, der atmet auch durch den Mund, oder? Digga, der sieht aus, als würde der lachen. Guck mal. Ja. Sieht aus wie Corner Krieger Zuschauer. Cannonball. The scenery is not very inspiring, but it's good to stretch my legs. Now, let's get off this ship before. Stay where you are. That happens. You from the living world. Why have you interfered with my work? The selfish actions of this barrow. Hey, it's the driver, Janis, Kobold, Benem, Breezy. Danke für die Subs. Dickes Papa in Chat, Jungs. Vielen, vielen Dank für alle Subs. Ich hoffe, ihr enjoyed den Content. That's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what hey, Nuke, Kevin, das ist super Scheiße heute. Keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy. Ich hab Flut der Karibik nicht geguckt. Ich auch nicht. You shall be returned to your cell. And this time, wie heißt der Typ? Jack Sparrow. Jack Sparrow, kenn ich. Kenn ich, Mann. Oh! Oh, wir fighten jetzt! Oh! An die Kanonenmänner! Oh, deren Schiff sieht so viel geiler aus als unseres. Wir ficken die jetzt, let's go! Wieso geht das nicht? Die hören auch zu schreien, Digga. Oh mein Gott, Digga, fuck mich nicht ab. Digga, OMG, Mann. Kilo, hör auf mit der Shit. Ey, das ist die Black Pearl. Keine Ahnung, hab ich aus dem Chat gesehen. Ist sie das wirklich? Hat Chat geschrieben, oder noch. Krabs, oder was? Ja, Black Pearl ist auch von Jack Sparrow. Gab's die Black Pearl nicht wirklich? Ja, oder? Fanden wir, glaube ich, ja, mal im Englischen gleich. Schwester Theresa gab's auch. Oh! Angriff! Feuer! Ich hätte die nicht, man kann die nicht kaputt machen. Digga, oha, was ist das für ein beschissenes Boot? Easy. Oder das war das beschissenste Boot in der Geschichte. Glaub, oder das kann tauchen. Ja, das taucht nur, glaube ich. Oh shit, ja, what the fuck? Oh mein Gott. Macht gar keinen Sinn. Fick den, los, go, go, go. Aua! Mein Arm! Könnt ihr nachladen? Aua! Könnt ihr nachladen mit dem Ding? Ja. Ja. Du musst drauf kugeln. Wo finde ich die? Unten. Im Kugelfass. Mein Gesicht! Mein Gesicht, hä? Oh mein Gott! Aua! Mein rechtes Trommelfell! Ich höre gar nichts mehr! Ich glaube, kein Pirat hat jemals Trommelfell gesagt. Mein Hammer an Bord Steigbügel! Mein Meniskus! Die Saison bin ich raus! Mein Kreuzband ist gerissen! Jetzt kann ich kein Profi mehr werden! Warte mal! Alter, die haben uns geprankt! Hinter uns! Okay, okay. Nice try, Idioten! Das geht voll auf die Psyche! Ich glaube, ich hab Burnout! Hoffentlich gaslighten die uns nicht später! Ich spring rüber, Jungs! Nein, bist du dumm? Wo willst du rüberspringen? Digga, wo hinten? Was ist überholt gerade? Die tauchen ab alle 10 Sekunden.
What are you waiting for? Love me like you do. Oh, Corrado! Geht zu schnell. Digga, kann der Typ mal lenken? Schneller sein. Digga, warum hat eigentlich kein Schiff? Die Segel verstellen, oder? Nee. Ich glaub nicht, oder? Nee. Very well. Take my blade while I steady our course. Ey, ich mach Stitzel, klärst du? Spoken. Danke für die Subs. Kuss. Digga, wohin? Da ist nichts. Ich glaub, die fliehen, oder? I give up forever. Oh, wir müssen kämpfen! Was denn, was denn? Yo! Ich bin dead. Gibt's unten auch Munition irgendwo, weiß das einer? Ja, Munitionskiste. Wenn du unten bist und dann. Dann ist da halt, also. Nee, ich glaub nicht. Das ist das Alien! Mach dir mal Nahkampf, mach die Dinger Nahkampf weg. Ich bin tot, ich bin ein HP. Beleb dich einfach wieder. Ah, okay. Hier oben sind welche. Bro, ich komme wohl nicht so krank, ne? Sieg und Chaco! Was? Kennt ihr es nicht? Nee. Wir sind nicht 14, Bro. Zwei Freiheitskämpfer oder so, keine Ahnung, was ist das? Nein, gewesen, das ist ein Hai und so ein. Ah, hier ist die Munitionskiste, Männer! Hier oben! Wo? Hier, bei mir! Ah, Digga, nicer Shot. Du kannst die nicht öffnen. Ey, Hugo, hast du Sally Bollywood geguckt? Natürlich, Digga, die war so hot, Junge. What the fuck, Bro? Ich sag, die fand ich auch hot, ohne Scheiß. Nee, die fand Yuri hot. Yuri? Aber nur, weil sie dich ja noch nicht kannte. Yuri. Oder Dui hieß er, ne? Ich weiß nicht, ob es nicht geguckt oder es war nach meiner Zeit. Nee, Dui hieß er. Da hab ich schon gefickt, Digga. Also echt? Ich glaube schon, ja. Macher, wann hast du das erste Mal? 15. Digga, sorry, wusste nicht. Ja, ist bei mir irgendwie alles ein bisschen. 15 Jahre bei mir ist es irgendwie alles ein bisschen komisch früh passiert. Bei mir wäre es fast schon einmal mit 13 passiert, Bro. Warum fast? Das ist eine lange Story, aber die Freundin, die ich hatte, die war vom Glauben her, durfte die keinen Sex haben vor der Ehe. Digga, ist das eigentlich eine Steinkohle von Clash Royale? Oder was ist das für ein Themenswitch auf einmal, Bro? Das ist ein ziemlich harter Themenswitch, fand ich. Ich finde beides sehr erregend. Ich finde, du hast nicht Thema verfehlt, Hugo, an der Stelle. Danke. Ey, schon wieder so ein Monster. Guck, Alter, ich schwöre, das ist der. Ey, fightet mit Waffe, oder? Den großen Boss da, der ist down, schön. Ja. Gute Arbeit, Männer. Da oben. Da oben ist nochmal so ein Fetter. Ja, den kann man nicht angreifen. Das ist der Bossfight sozusagen. Ah, so, okay. Boah, ich muss mir wieder eine Kokosnuss reinzwirbeln hier. Oh! Boah, die ist ja. Warum bekomme ich jedes Mal so Stromschlag, wenn ich die hitte? Ja, so ein Strom-Alien oder so, Kepler. Strom-Alien. Ich denke auch nicht, weil das Spiel eigentlich gedacht hat, okay, wir sind jetzt einfach so ein Alien-Spiel. Ja. Ey, wir können wieder abschuten. Fick die da drüben, die Wichser. Ah, das ist vom Film anscheinend. Das ist anscheinend von hier Ding. Flug der Piraten. Spoiler. Ich glaub, so heißt er, ja. Flug der Karibik, meine ich. So, zack hoch. Die Hemden hier vorne die ganze Zeit, ne? Ja. Film, lass mal erste Reihe, lass mal alle zugucken. Lass mal Popcorn vorne essen. Ja, so richtig. Mach mal was. Ja, Junge, besiegt ihn doch mal. Pfui. Du traust dich nicht ohne Schwert gegen ihn zu kämpfen. Digga. Imagine, du fightest so ein Alien und deine Crew gaslightet dich einfach. Okay, schneid mal ein Bein ab und probier's mit Holzbein. Ich sag, du schaffst es nicht. Jungs. Oh, der Feind geht weiter. Wenn ich du wäre. Mann, Digga, können die bitte aufgeben? Ich hab keinen Bock mehr. Stimmt, Digga.
Digga, echter Krieg einfach. Ey, Jungs. Ja, ja, ey, komm. Ich hab keine Ahnung. Jungs, auf, real bitte. Rap. Hey, hier ist so einer gespawnt. So ein Elektro-Alien. Nee, aber haben wir irgendwie das Captain Jack Sparrow DLC gekauft? Oder war, also, es wirkt halt wirklich so, ne? Also no joke, es wirkt wie so ein DLC, also was wir gerade sagen. Das, oder aber sie haben halt echt einmal Budget ausgegeben, deswegen ist es direkt die erste Mission und alles, die ganze wollen sie jedem zeigen. Oh mein Gott, Digga. Ey, aber es ist geil, finde ich, no joke. Ich bin tot! Dumm, what the fuck? Ich wiederbelebe dich! Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte ja, nicht. Ich dann nicht. Doch, mach, mach, mach. Sicher? Ja, bitte. Oh. Oh, du bist jetzt tot. Oh, er taucht wieder ab. Ey, Jungs, 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 hier ist so ein Fetter. Hey, chill mal, Digga. Digga, lass jetzt. Hallo, what the fuck? Wir haben auch einen Fetten. Stegi? Ja. Hier ist ein Schwanz. Stegi, Schwanz, Digga, ja. Yeah. Stegi, würdest du sagen, du hast einen großen Kork? Ja. Nein, sag mal ehrlich, wie viel Zentimeter? Sehr groß. Sag Zentimeteranzahl. 2 mehr als du. Ja, geht nicht. 4? Let's go. Würdet ihr sagen, bei euch geht Double Handjob und Blowjob? Nein. Nee, bro, oha, übertreiben. Double Handjob und Blowjob, holy shit. Das sind dann 3 Hände quasi. Ich würde das so krass finden, das war immer mein Traum. Aber fühlst du hier? Nee. Er findet es nicht krass vor. Das 2 Ding ist. Hände, ich glaube, es ist extrem stressig, einen sehr, sehr großen Schwanz zu haben. Das finde ich gar nicht so krass. Hey, Alien! Mann, Junge, ey, nice Actor, Digga. Er actet, dass er vom Strom getroffen wurde. Ja. Genau so reagiert man, wenn man vom Strom getroffen wird. Ja. Geht Double Hand Job ohne Mund. Ja. Aber so richtig mit geiler Bewegung auch. Ja. Was? Nein, ich hab mich gesehen. Was heißt? Guck mal, ja. Ja, Bruder, der war nicht hart, als du ihn gesehen hast. What the fuck, Bro? Ja, aber du hast unbehaart hast du die gleiche Größe wie ich und ich kann dir sagen von mir. Unbehaart? Ja, dein Schwanz war genauso lang wie meiner, wenn er nicht hart ist. Ja, Bro, hä? Ja. Das sagt doch, das ist doch, aber das ist doch, kann doch auch unschuldig sein. Ja, laber mal nicht. Nee, eigentlich nicht. Laber mal nicht. Hä? Was soll ich sagen? Ist das so, Digga, hä? Hier ist ein Steingold! Mann, Digga, er fuckt mich so ab! Aua! Wie lange geht aber auch dieser Fight hier unten, ne? Das ist so langweilig, die soll mal wirklich aufhören, Digga. Reicht doch jetzt. Bro, kann ich irgendwie noch meine Waffe wechseln? Weiß das einer von euch? Ich hab keinen Bock mehr auf Sniper. Oh, hier nicht mehr, aber Digga, das ist so. Alter, ey, fick mal jetzt das Boot da drüben, ihr Loser. Ja, machen wir die ganze Zeit, Mann. Digga, die machen hier vorne Film, Digga. Ey, fuck, ich schwöre, Digga. Ich schwöre, die sind schon im dritten Teil jetzt, Alter. Ja. Junge, wir haben jetzt die 8 Minuten, wir können jetzt Midroads hier drauf schalten, Leute, ihr könnt jetzt langsam fertig werden. Ist gut, Digga. Oha, ziemlich kranker Move jetzt. Aber jetzt kill ihn doch einfach. Und wir müssen wieder. Digga, wir haben vor allen Dingen schon 20 von denen gekillt, ne? Checkst du das? Alter, oha, Digga, ey. Jo, okay, Digga, auf einmal AK-47 da drüben. Chill. Digga. Mann, Digga, ich hab keinen Bock mehr! Hallo! Digga, Hugo, du kannst nicht auch das abbrechen. Aber nur wenn ihr wollt. Ey, Digga, was hast du durchgezogen? Ey, wir sollen unten Schule machen. Da. Oh, okay, jetzt will ich. Ey, wenn wir weiter unten treffen, ist es wohl effektiver, mein Chat. Oh, hier ist ein Elektrofisch! Ey, Jungs! Als kleiner Musik kurz mich vor so einem Post reden. Von Dingen wollt ihr mich auch, wieder beleben, oder? Ich mach schon. Fischmenscheninsel. Hugo, was gibt's Neues an der Säurefront? Oh, da habe ich was Gutes für dich. Warum für mich? Digga, mittlerweile mach ich mir meine eigenen Bilder. Machst du dir deine eigene Säure? Warte mal, wie? Ja, du machst deine eigenen. Oh nein, du mit machst. Mit AI. Nein, Bro, du machst dir AI-Hentais selber? Ja.
Ja. Und das reicht dir, was dabei rauskommt? Nee, einmal habe ich es gemacht, das war schon geil. Also free. War ein erfolgreicher Fab, würdest du sagen? Du kannst halt legit, wenn du was im Kopf hast, Digga, du kannst da hinschreiben, die machen das für dich. Die machen das für dich. Der Typ, der da sitzt, der muss da richtig arbeiten. Der Widerling, der ist so pervers, Digga. Dann irgendwie so ein Legeweih auf diese Frau drauf, ich kann das alles nicht. Digga, stell dir vor, jemand ownt ja diese Website, der sieht ja alles, was du da eingibst. Digga, ja, was denkt ihr sich, Junge? Oh. Das heißt meine Hentai, heißt das. Er Digga, ist wirklich jetzt. Es gibt eine Seite dafür. Digga, Lil Bro hat Placement mit denen, Junge. Er macht Werbung einfach. Wie explizit kann man da was Sachen machen? Also was sieht man du dann alles? Du musst da Prompts eingeben, so Stichwörter so zum Beispiel. Digga, ich weiß, was Prompts sind, du Wichser. Es geht mir darum, ob du, also weißt du, ob das irgendwas zensiert ist oder ob man alles Nein, sieht. Nein, alles. No fucking way. Doch. Okay. Was schreibst du? Okay, sag ehrlich, was schreibst du da so rein? Ja genau, sag mal. Nee, das bleibt unter. Nee, sag doch mal jetzt ohne Scheiß. Nein. Du bist Anime alleine. Girl with big tits come in face. Rip off clothes acid. Ripped off habe ich echt geschrieben. Oh mein Gott. So ripped off, damit dass sie so als hätte sie gerade irgendwie einen Kampf gehabt. Schickt ihr? Egal, Digga. Ja, Bruder, keiner findet das geil, Digga. What the fuck? Ja, Hater. Nee, normal. Nein, aber kein King. Ja, gut, ich weiß, der Stege bei dir, sag ich ehrlich. Ich glaube, von uns drei bin ich echt der Normalste hier. Überhaupt nicht. Digga, du ekelst dich vor Schwänzen, Alter. Du ekelst dich vor Schwänzen. Nicht ekelhaft. Vor deinem eigenen, weil halt widerlich ist er nicht gewaschen. Nein, ich bin so ekelhaft. Okay, du ekelst dich vor anderen Schwänzen, halt, weißt du? Ach so. Digga, er ekelt sich echt vor sich. Oh mein Gott. Willst du den Mund nehmen? Ey, ich sag dir ehrlich, ich checke, wenn du nicht willst. Ich verstehe schon. Ey, wir können durchs Portal! Nessa! 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 Ab in den Nessa! Digga, wir spielen 7 Stunden dieses Level und er sagt einfach, Nessa! Oh man. Ey, unser Kopfgeld wurde hochgemacht. Schaut da raus. Nessa. Ey, die zwei neuen Partyboote kommen. Oh, bitte nicht wieder kämpfen, Alter, bitte nicht. Ey, hoffentlich jetzt wieder eine 10 Minuten Kampfsession. Ey, Digga, oh mein Gott. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Digga, kennt ihr den geilen Moment, wenn die Fortnite, Xbox Game Bar sich entmutet und man wieder eine Einladung bekommt? Übergeil. Ja, Digga. Ich liebe das. Das ist das beste Feature. Ey, wir müssen einfach real, ne? Ah, wir können nicht schießen, Digga, Alter. Hugo, was zum Fick hast du deine Hand, by the way? So, was ich echt nicht checke ist, glaubt ihr, das Spiel, oder diese Mission spielen Leute am Stück durch? Nicht jeder kann irgendwie 4 Stunden am Stück spielen. Doch, doch. Geht die 4 Stunden? Ich, Digga, also gefühlt schon. Ey, lass mal echt aufhören. Hä, hey, nein. Ja, die Mission muss jetzt zu Ende halt sein. Dann können wir aber, Digga. Wisst ihr, was ihr seid? Captain. Opfer. Sorry. Warum? Digga, du bist ein Opfer deiner selbst. Du bist eine Hülle, verfickt normal. Wow. Digga, das war real. Wow, das war real. Meins war Spaß, aber das war ernst. Digga, meins war so real, dass ich nicht mehr wüsste, was das bedeutet, Digga. Ja, same. Was ist das, wenn man eine Hülle ist? Keine Ahnung, Bro. Du bist so dumm für smarte Beleidigung. Ey, Sonnenuntergang mit den Jungs! Oh mein Gott, Digga. Ey, gute Alter, Musik aber! Warte, wir sind fertig, glaube ich! And I will always love you! And I give up for. Hugo, dreh dich um und küss mich. Nein, kann ich nicht. Nein, die Gassi kam! Alter, wir haben es geschafft! Let's go! Fick dich, komischer Captain! Digga, endlich kann ich offline gehen. Oh mein Gott! Digga, dein Spiel ist doch Fortnite! Hä, ey. Digga, bist du dumm? Wir haben uns jetzt warm gespielt. Wir haben jetzt so ein bisschen Aim-Training gemacht und so. Wir spielen, jetzt gehen wir rein. Und jetzt spielen wir 4 Stunden PUBG! Ja! Yeah. Jetzt gehen wir in den Amar Cup rein. Let's go! Ja! Oh, Reapers ist auch dabei, aber er joint nur nach. Er spielt nicht mit uns, er joint nur nach. Oh, herrlich. Ich weiß nicht, Stegi, warum du brennst, aber
Wahrscheinlich, weil du einfach Fire-Content gebracht hast, gerade die letzten paar Stunden. Danke, Mann. Alter. Warum brenne ich nicht? Naja, du weil du auch, halt... Kevin, ihr seid echt Hugo, ist der Einzige, der nicht brennt. Komm, zieh ihn an, los. Lauf mal ihn rein. Digga, das geht nicht, Digga. Der ist nicht entflammbar. Der ist... Lauf mal ihn rein. Gar keiner. Ach, geht halt Digga, ich stürze mich von Bord. Tschüss. Ja, ist besser. Oh, Digga, Digga, selbst das kannst du nicht. Ist das so unangenehm. Ey, wirklich. Ohne Scheiß. Ey, kannst du doch mal so tun, als würdest du ertrinken? Ich hoffe, die Nachbarn rufen die Polizei. Digga, ich auch. Und die weißen Kittel kommen bald. Ich hoffe, die weißen Kittel kommen. Da ist ein Hai! Ja, und jetzt? Das ist meine Frau. Meint ihr, jemand hat schon mal gesagt, Wallabila, da ist ein Hai? Wäre da wirklich ein Hai, Mann? Wallabila, Jungs, ich glaube, hier ist ein Hai. Walla, hier ist ein Hai. Ich wurde gehittet. Oh nee, Hugo. Ey, mach Combat Lock. Hab. Aber burn dein Stuff. Digga, du hast ja for real. Bin unter Deck. Ah. Bin unter Deck. Ey, wir müssen jetzt die Quest noch abgeben, oder? Und die Moneten einsammeln. Ja, sag du wohin, ich fahr hin. Einer muss das Dings höher machen, bitte, aber sonst sehe ich nichts. Ich sag dir, ich sag dir. Du dummer Wichser. Ey, mit wem sprichst du? Nach rechts ein Stück, nach rechts ein Stück. Digga, Hugo, wen hast du jetzt schon wieder? Ah, müssen wir nicht? Sind wir fertig? Nee, ich glaube, wir müssen. Ich denke schon, wir müssen. Nein, ich glaube nicht. Ach nicht? Nee. Wir halt Okay, wir müssen aber eine Sache noch machen. Bevor wir die Session beenden können. Und zwar müssen wir auf meine Crew gehen. Ja. Und dann auf Ja voten. Ach so. Digga. Sing für uns! Sing für uns! Los! Wir sind auf dem Meer, ich habe keinen Bock mehr. Unser Schiff hat Löcher, aber. Sorry, aber ich muss lesen das Buch Locher. Was? Wir gehen unter, aber ich hole mir jetzt einen runter. In dem Sinne, wir sind fertig, GG. Digga, das war der Abmod vom Video. Ja. Habt ihr es gemerkt? Ja. Hey, ja. Oh mein Gott, ich bin zu durchschaubar, what the fuck? Alter. Ja, nee, Digga, wenn du sagst, in dem Sinne, Leute. Digga, das ist irgendwie nicht jetzt ein Call an Hugo ist. Digga, in dem Sinne. Ich hoffe, die haben den Daumen nach oben da gelassen, die Wichser. Ja, das ist. Digga, imagine mal gut die Scheiße auf YouTube, wie peinlich, man hat sie live gesehen. Aber das Video wird auch erst wieder in 4 Wochen kommen, wenn du schon mit Sam so weit wieder durch bist und alles. Das ist das Geilste daran. Ja. Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Wir lagen noch Wir sind auf dem Meer. Ich hab keinen Bock mehr. Und jetzt for real bisschen Fortnite, ne? Yeah, jetzt wird gezockt! Wir können Sascha fragen, ob er Bock hat. Sascha ist nochmal down, oder? Nein, 0-0, der ist in der CS-Runde. Oh.